Diese komplexen Ökosysteme. Sie gehen immer den Weg von einem einfachen, der erste Pilz, das erste Moos, die ersten Einzeller, die anfangen, in Kooperation zu gehen, bis hin zu einem Klimaxwald, einem System des Überflusses, wo es praktisch, der mehr produziert, als auf der Fläche benötigt wird. Und wenn man sieht, gerade im globalen Süden, wo die Systeme noch viel, viel schneller wachsen als bei uns, das ist wie eine grüne Explosion. Und die Natur ist so stark und bricht so hervor. Die Biodiversität erlebt so schnell einen Anstieg. Und das ist das, was mir Hoffnung gibt, war zu sehen, wie schnell doch so Systeme regenerieren, Healing betreiben können und zerstörte, erodierte Flächen wieder aufbauen. Kohlenstoff im Boden. Wir haben einen krassen Anstieg. Wir haben da Mikroklimas. Das ist unglaublich. Ernst Götzsch sagt, der Begründer des syntropischen Agroforst, auf 50 Hektar kühlt es massiv das regionale Klima runter. Auf 500 Hektar produzieren diese Systeme Regen. Wälder brauchen keinen Regen. Wälder produzieren Regen. Für den Wald ist Regen ein Add-on. Diese Flächen von Ernst Götzsch in Brasilien, die haben einen Regenbogen über ihren, ab und zu über dem Wald, also Nahrungsmittelwälder, ohne dass da Wolken sind. Das bringt alles nichts. Wenn die Ökosysteme kollabieren, dann entsteht Chaos und dann ist alles, was wir uns erarbeitet haben, dahin. Deswegen ist es eigentlich wichtig, wir schauen da drauf. Und wenn wir das aber kombinieren können, praktisch Dinge, die gegen die Krisen helfen und gleichzeitig Strukturen schaffen, die demokratischer und von unten nach oben sind und mit Grassroots-Bewegungen und so weiter, dann haben wir da wieder Hand in Hand und Win-Win. So, Jens. Prost. Prost. Wo sitzt du denn überhaupt? Also, Jens, ich denke, wir unterhalten uns heute über nachhaltiges Überleben von Pflanzen. Ich glaube, Ja. das ist die Idee. Wir wollen, du erklärst mir, wie man aus einem Biotop sich so bedient, dass man es dabei nicht kaputt macht. Und ich, so wie ich es verstanden habe, geht es auch noch darum, dass das Biotop sich selbst erhält, ohne dass man die ganze Zeit was reintun muss ins Biotop. Nee, im Grunde geht's, reden wir über, wie können wir Nahrung produzieren und gleichzeitig Systeme schaffen, die nicht nachhaltig sind, sondern aufbauen, weil nachhaltig ist zu spät. Und mit diesen Systemen, wo wir uns selber auch mitdenken, sozusagen, es schaffen, genau, vielleicht fair, gerechter, netter, freundlicher und was weiß ich alles auf diesem Planeten zu leben, mit Pflanze und Tier vielleicht so in diese Richtung. Erklär mir mal, warum ist nachhaltig zu spät? Also genau, der Nachhaltigkeitsbegriff, wir haben zum Beispiel, wir machen es ja immer mit diesem Fußabdruck, wa? Wir können hier unseren CO2-Fußabdruck ausrechnen, beziehungsweise wird da auch immer mehr reingerechnet, wie viel Plastik mache ich und so weiter und so fort. Und das basiert auf dem, was Planet Erde im Jahr der Menschheit zur Verfügung stellt an Rohstoffen, wa? Die praktisch die Ökosysteme uns liefern. Und wenn wir mehr verbrauchen als das, was der Planet, also wenn wir genau das verbrauchen, was der Planet uns im Jahr zur Verfügung stellt, also genau das, was der Baum an Biomasse hat, schlage ich ab und verbrennt sozusagen, dann sind wir nachhaltig. Das ist So, eine das heißt Nachhaltigkeit. nachhaltig? Das ist eine Nachhaltigkeit. Das heißt, dann holen wir so viel aus dem Wald raus, wie nachgewachsen ist. Und dafür ist es aber zu spät, weil wir die letzten 300 Jahre oder länger nicht nachhaltig gewirtschaftet haben, sondern verbraucht, mehr verbraucht als da ist. In Deutschland haben wir um die 3 Erden verbraucht. Die Amis, glaube ich, 5, so teilweise erdölfördernde Länder 8, aber so Menschen im Jemen und im Jemen sind es, glaube ich, 3, 0,3 Erden. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich, wie Menschen leben. Genau. Und deswegen, da wir einfach diese Ressourcen verbraucht haben und über unsere Verhältnisse gelebt haben, müssen wir, wenn wir hier einigermaßen weiter in Harmonie und im Gleichgewicht der Ökosysteme leben wollen, brauchen wir aufbauende Systeme. Das heißt, wir müssen wieder Boden gut machen. Okay, ich dachte nämlich eigentlich, also ich hatte so eine Bilanzphysiker-Definition von Nachhaltigkeit, nämlich
wenn man keinen Müll produziert, beziehungsweise alles, was an Stoffwechselendprodukt nicht weiterverwertet wird von einem selbst, muss irgendwo trotzdem noch verwendet werden, dann ist es nachhaltig. Und der einzige Prozess in der Natur, der nicht nachhaltig ist, der mir einfallen würde, ist sowas wie Bäume gehen im Moor unter und werden zu Öl und liegen dann da irgendwann 100.000 Jahre später unten irgendwo rum. Oder Wale, die fressen irgendwie das CO2 auf und sinken dann, wenn sie sterben, einfach auf den Boden runter und dann liegt das CO2 da, ne? Das wird dann nicht weiter verwendet von irgendeinem Stoffwechselprozess. Und in diesem Sinne könnte man sagen, der Mensch hat sich zur Aufgabe gemacht, das jetzt auch noch zu machen. Das ganze Zeug wieder auszubuddeln und in die Atmosphäre zu tun, da wo es herkommt. Das ist das ja, was wir tun. Also nee, das Nachhaltige kommt im Grunde aus der Forstwirtschaft. Das hat den Begriff geprägt und genau. So, Jens, und jetzt erklär mir noch mal kurz, wie kommst du jetzt dazu, dass du dich mit Forstwirtschaft, Nachhaltigkeit und solchen Dingen auskennst? Wie läuft das? Genau, das ist praktisch ein langer, genau, sorry, ich habe so ein bisschen Grundschiss. Ein langer Weg, den ich da hinter mir habe. Genau, ich bin auf jeden Fall jemand, ich habe keinen akademischen Hintergrund, ich habe das nicht studiert, ich habe das alles autodidaktisch und im Feld sozusagen gelernt und erarbeitet, aber auch genau dann schon auch viel, viel gelesen und gemacht und ausprobiert. Und ich bin so ein bisschen mit der Ökobewegung groß geworden und habe mit 14, 15 das Buch vom Club of Rome, Die Grenzen des Wachstums, gelesen. Da steht im Grunde da drin grundlegend, dass so wie wir wirtschaften, nicht funktioniert langfristig und dass wir da den Karren an die Wand fahren und das machen wir ja momentan. Und wie ich dazu gekommen bin, ist, genau, ich hatte das große Glück, viel reisen zu können als junger Mensch, viel über Land, viel getrampt und Public Transport nach und von Asien, aber auch in Afrika. Und bin irgendwann in Westafrika, in der Casamance, dem südlichen Senegal, gestrandet und habe da ein kleines Stück Land gekauft am Meer in einem Ort, der heißt Kafountine. Es war mal ein hübsches kleines Fischerdorf, jetzt ist es eine hübsche kleine Fischerstadt. Genau, und da habe ich angefangen, mich mit Heilpflanzen im Grunde zu beschäftigen. Ich hatte eine Tochter, die war ein halbes Jahr, und als ich mit ihr das erste Mal da runter bin, habe ich geguckt, was kann ich ihr an Malaria-Prophylaxe geben, was keine krassen Tabletten sind, chemische, weil es da üble Nebenwirkungen gibt und die ja erst 6 Monate alt war. Und bin auf eine Pflanze gestoßen, die heißt Artemisia annua, chinesischer Beifuß. Die kannst du dir selber anbauen und einen Tee daraus machen. Der wirkt bei Malaria sowohl, wenn du krank bist, wie auch bei Prophylaxe, also als Prophylaxe. Und danach habe ich gesagt, okay, das ist das, was ich hier machen will. Es ist sehr schräg, wenn weiße Personen Land in Afrika besitzen, gerade mit der ganzen Kolonialgeschichte und so weiter. Und irgendwie, genau, hatte ich die Lust, was Positives zu tun und habe angefangen, einen Heilpflanzengarten aufzumachen mit dem Herzstück dieser Pflanze. Und das ist wahrscheinlich jetzt 17, 18 Jahre her. Und genau. Das ist ein langer Weg des Lernens und Ausprobieren gewesen. Und ich habe mich auf diesem Weg praktisch viel mit Kreisläufen beschäftigt, aber auch zumal angefangen hat es dann, wie trocknen wir die Pflanzen nachhaltig? Und das waren dann Solartrocknen. Wie bewässern wir die Beete mit solaren Wasserpumpsystemen und so weiter? Also genau, und irgendwann kam die Permakultur mit da rein. Und genau, da habe ich mich intensiv mit Permakultur beschäftigt und so weiter und so fort. Und das ist praktisch dieser Weg. Habe irgendwann einen Verein gegründet, der genau sich mittlerweile Food Forest Network Sasserale e.V. nennt. Und wir haben mittlerweile vier Piloten, die wir anfangen zu bauen, die genau diese aufbauenden Systeme im Kontext von komplexen Agroforstsystemen in die Welt bringen, pilotieren, gucken, wie fu funktioniert das, wie arbeiten wir dazu und geben Workshops und Vorträge praktisch. Und bin aber immer noch weiter am Lernen, war ganz Und grob. jetzt hast du so Begriffe genannt, die habe ich alle schon mal gehört, aber ich bin jetzt tatsächlich überhaupt nicht bewandert, was das alles genau bedeutet. Permakultur, Agroforst,
Was Ja. ist das jetzt? Was heißt das konkret? Und Moment mal, das war in Afrika, jetzt Senegal. Ich habe Genau, da im. habe ich mit angefangen. Ist Da ist es da, auch. ist da, was ist da? Tropen? Wüste? Also genau, subtropisch. Okay. Subtropisch und im Norden ist es semiarid, das ist Halbwüste. Genau, unterschiedlicher, sehr unterschiedlicher Niederschlag vom Norden zum Süden auch. Permakultur kann ich ja mal ein paar Worte zu sagen. Zwar viel von der Arbeit, die wir im Verein machen und ich, basiert auf den Prinzipien und der Ethik von Permakultur. Permakultur kommt von Bill Mollison und Holmgreen aus Australien. Tasmanien haben die gelebt. Und die haben, also Mollison hat praktisch auch in den 80er, 70er, 80er Jahre viel im Wald gesessen und den Wald beobachtet und die Ökosysteme beobachtet und hat damals schon festgestellt, Dinge laufen aus dem Ruder. Wir sind nicht mehr im Kreislauf. Es kommt mehr Müll auf. Wir verbrauchen zu viele Ressourcen und so weiter und so fort. Und hat genau dann nach und nach diese Permakultur entwickelt, die auf einer Säule von drei Pfeilern steht. Das ist Earth Care, People Care, Fair Share. Also der achtsame Umgang mit der Erde, der achtsame Umgang mit den Menschen und faires Verteilen. Das ist sozusagen die Ethik und das Herz. Und das ist auch was, wo genau ich immer versuche mitzuarbeiten, was wir auch als Kernstück von unserer Vereinsarbeit leisten und was ich im Grunde auch als eine ganz gute Leitlinie erachte für kommende Wirtschaftssysteme oder sowas. Wir sind ja überall in der Krise. Und die Leute suchen nach Alternativen und nach neuen Regeln und Formen. Und ich finde, diese drei Punkte, Earth Care, People Care, Fair Share, sind da, wenn wir uns da alle versuchen, dran würden zu halten, wären wir schon ein gutes Stück weiter. Und dann geht es wahrscheinlich vielen, vielen Leuten ein bisschen besser. Und auf dieser Ethik basierend hat er Prinzipien erarbeitet. Das ist sozusagen der Werkzeugkasten. Genau. So Sachen wie im Kreislauf leben, keinen Müll produzieren, natürliche Energien und Ressourcen nutzen, Randzonen in seiner Arbeit verwenden. Und dieser Werkzeugkasten ist praktisch das, womit wir als Permakulturdesigner arbeiten. Es war ursprünglich rein als landwirtschaftliche Geschichte gedacht, Permakultur, permanente Agrikultur, permanente Kultur, hat sich jetzt aber in den letzten 30, 40 Jahren weiterentwickelt und es gibt soziale Permakultur. Und ich sage ganz gerne immer, dass man diese Prinzipien nicht nur im Garten und im Wald anwenden kann, sondern auch in seinem Business, was man macht, in seiner Beziehung, wenn man ein Geschäft aufmachen könnte. Also auch sich daran zu halten, weil es einfach immer sehr, sehr viel im Kreislauf und gedacht ist und ein Denken mit der Natur. Genau, die Bücher hat praktisch Mollison geschrieben und sich da auch viel, viel gedacht, was man aber nicht vergessen darf bei der ganzen Geschichte, dass er in Tasmanien, Australien auch sehr von den UreinwohnerInnen sozusagen beeinflusst worden ist, also Aborigines, wobei Aborigines ein Überbegriff ist für ganz, ganz viele unterschiedliche Ethnien und genau, also da dem zugrunde liegt immer so ein altes Naturwissen, war. Und da drauf, also das ist praktisch der Grundstein und das halte ich immer für sehr wichtig, einfach um zu sagen und mitzudenken, dass nicht nur die alten weißen Männer allein dann auf die Ideen gekommen sind und diese Bücher geschrieben haben. Ja, so wie dieses Startup, was jetzt rausgefunden hat, dass man Bananenblätter nehmen kann, um daraus Geschirr zu machen. Und irgendwie so eine Technik, die irgendwie 4000 Jahre alt ist aus Indien und jetzt haben sie aber das Rad nochmal neu erfunden. Genau. So Dinge gibt es haufenweise. Und es ist immer ein, und genau so funktionieren auch, also genau, das baut immer alles aufeinander auf. Wa? So kommt die Menschheit weiter. Und genau so funktionieren auch diese komplexen Agroforstsysteme, diese komplexen Ökosysteme. Sie gehen immer den Weg von einem einfachen, der erste Pilz, das erste Moos, die ersten Einzeller, die anfangen, in Kooperation zu gehen, bis hin zu einem Klimaxwald, einem System des Überflusses, wo es praktisch, der mehr produziert, als auf der Fläche benötigt wird. Und das ist nicht immer ein, es gibt nicht, dass das ein Spieler irgendwas sich ausdenkt. Jeder ist von irgendwas beeinflusst und packt es damit rein und dann kommen gute Ideen und Leute arbeiten daran.
Ich finde, Musik funktioniert genauso. Ich sage immer, Musik ist ein kollektiver Baum. Da hat nicht einer sich irgendwas ganz allein ausgedacht. Wir sind immer alle beeinflusst Ja. von Personen Ja gut, ich vorher. meine, das ist ja generell so, ne? Also Genau. schon allein, wir kommen auf die Welt, wir jetzt, und wir haben halt, wir erben einen unfassbaren Fundus an Erkenntnissen, die wir einfach for free mitkriegen, und dann noch den Genau. ganzen Sprachbaum und die ganzen Sprachfamilien und so und tolle Begriffe, die schon so viel zusammenfassen, wo wir nicht mehr selber drauf kommen müssen, klar. Genau. Und ich habe den Tag im Arte eine Doku gesehen zu Food Forests. Da habe ich sofort an dich gedacht, weil die haben auch, ich glaube auch in Brandenburg oder so, so ein, oder war es vielleicht sogar in Berlin? Also wahrscheinlich dann am Rand oder so, irgendwie so ein Gebiet gehabt, wo man sich einkaufen muss. Also man sagt, ich möchte teilhaben, ich möchte hier ein Stückchen haben, und dann gibt man irgendwie Geld und dann ist man dabei, und alle, die dann da teilhaben am Kollektiv, müssen sich einbringen, müssen irgendwie mal, was weiß ich, hier mal irgendwie was schippen oder so. Und die Auszahlung ist irgendwann, wenn das Ding hochgewachsen ist und ein Food Forest ist, der stabil von alleine funktioniert, dann kann man sozusagen sich bedienen, so nach dem Motto. Und jeder kriegt dann irgendwie, je nachdem, jeder hat so eine Parzelle, mehr oder weniger. Und da wurden dann, was weiß ich, schon irgendwelche Pflanzen angebaut, die dann erstmal hochwachsen müssen, damit dann irgendwann ein Fundament von Biosphäre da ist. Und Genau. das hat mich total daran erinnert. Mir wurde gesagt, dass du erklärt hast, was eine Pflanzengilde ist. Erklär Genau. mal, was das ist. Genau, noch ganz kurz zum Agroforst, das hatten wir eben noch. Agroforst ist alles Mögliche. Agroforst kann sein von einem Streifen Pappeln auf dem Acker bis hin zu sehr, sehr komplexen Waldgärten, wo auf unterschiedlichen Ebenen ganz viele unterschiedliche Pflanzen angebaut werden. In der Farm im Senegal, dem Permafood Forest, sind wir, glaube ich, bei 200 Pflanzen momentan. Genau. Und eine Pflanzengilde ist. Wo fangen wir an? Also, genau, im Grunde, wie wir das bei uns in der Landwirtschaft kennen, haben wir Monokulturfelder. Wa? Also wir haben eine Pflanze, die steht auf ganz, ganz vielen, auf riesigen Flächen. Die ist dann einfach maschinell zu ernten und zu pflügen und so weiter. Aber da muss haufenweise Dünger drauf, da müssen Pestizide drauf, das werden immer mehr und mehr genmanipulierte Pflanzen, weil sie krank und so weiter sind. Und das ist im Grunde eine inputbasierte Landwirtschaft, wo ganz viel Energie von außen rankommt. Und eine lineare Landwirtschaft auch und auf jeden Fall nicht im Kreislauf gedacht. Es ist ungefähr so, dass man sagt, 10 Kalorien fossile Energie brauchen wir, um eine Kalorie Nahrung zu produzieren. Und das ist eine Rechnung, die wird nicht aufgehen auf einem Planeten mit endlichen Ressourcen. Also das ist ganz, ganz logisch. Deswegen wissen wir auch, dass das so nicht weitergehen kann. Und im Gegensatz zu dieser Monokultur stehen praktisch die Polykulturen. Ganz viel unterschiedliche Pflanzen. Und wenn wir jetzt praktisch einen Waldgarten anfangen zu pflanzen oder ein komplexes Agroforstsystem, dann nehmen wir mal an, wir haben eine Brachfläche, ein kaputtes Stück Land mit schlechter Erde. Dann ist normal der erste Schritt immer, dass wir versuchen, feed the ground, den Boden ein bisschen aufzubauen. Es ist ja auch ein bisschen unterschiedlich, in welcher Klimazone man ist und was so die Gegebenheiten sind. Ja, aber im Grunde, ich schweife ab. Jetzt reden wir erstmal über die Gilde, ne? Also eine Gilde ist praktisch dann das Zusammenspiel von ganz vielen unterschiedlichen Pflanzen. Nehmen wir mal an, ich möchte am Ende einen Walnussbaum haben. Ja? Aber bis der Walnussbaum das erste Mal trägt, dauert es ein paar Jahre. Und bis er wirklich groß ist und in seinen Hauptertrag ist, dauert es noch viel, viel länger. Und der Walnussbaum wächst alleine viel langsamer. Also pflanze ich praktisch die Samen von meinem Walnussbaum und mache aber noch ganz viele andere Pflanzen gleichzeitig dazu. Und jede Pflanze in diesem System hat eine andere Aufgabe. Und die Aufgabe dieser Pflanzen ändern sich teilweise auch noch über die Zeit. Das ist ein vierdimensionales System. Und da kommen dann zum Beispiel Leguminosen dazu. Pigeon Pea und Erbsen oder so Geschichten. Weil diese Pflanzen können zum Beispiel Stickstoff fixieren. Die nehmen Stickstoff aus der Luft und gehen in Kooperation mit Knöllchenbakterien und über diese Kooperation stellen sie diesen Stickstoff den anderen Pflanzen zur Verfügung. Also, das kostet echt. Leguminosen? Hä? Was sind Leguminosen, Leguminosen? das sind Erbsen, Bohnen und Ach so so. weiter. Also, das sind alles Pflanzen, das ist die Obergruppe Okay. Leguminosen. Ja?
Genau, Pigeon Pea, Stickstofffixierer, das sind Pflanzen, die haben diese Eigenschaft. Und eine andere Pflanze wächst zum Beispiel total schnell nach oben, eine Sonnenblume. Im ersten halben Jahr ballert die da hoch und die macht dann zum Beispiel den Schatten für den kleinen Kastanien- oder Eichentrieb, der noch ein bisschen Schatten braucht und geschützt werden muss. Und gleichzeitig kann diese Pflanze auch Hormone in den Boden geben, von dem die anderen Pflanzen wieder profitieren, dass sie schneller wachsen. Dazu müssen wir aber im Grunde nochmal auf diesen gesunden, lebendigen Boden zurückkommen. Ja, Und der also Boden ist. Boden heißt ja nicht nur Erde, sondern da sind Mikroorganismen drin, und zwar richtig viele, und die haben alle mehr oder weniger speichern die Wasser, weil sie sind ja kleine Lebewesen, und sie produzieren wahrscheinlich irgendwelche Enzyme, wenn man ihnen irgendwas gibt oder so, ne? Genau. Das Edaphon heißt es, diese erste Erdschicht, die 15, 15 Zentimeter Boden auf der Erdkruste. Das ist die am dichtesten besiedelte Gegend der Welt. Da ist das meiste Leben. Ja, in einem so einem kleinen Esslöffel Erde sind Abermillionen von Mikroorganismen, Pilze, Sporen und hast du nicht gesehen. Und je höher, je dichter das Leben da ist, je mehr Mikroorganismen und Pilze da drin sind, umso besser ist es. Und auf unseren landwirtschaftlichen Flächen geht dieser Boden, wird der zerstört auf die Art und Weise, wie wir Landwirtschaft betreiben. Man hat vor ein paar Jahren gesagt, wir haben noch 60 Ernten, mittlerweile sind es weniger. Also die wir noch haben auf den Böden der Welt, bevor das komplett zerstört ist. Also Und bevor das so umkippt, dass da nichts mehr wachsen kann. ganz genau. Ganz Okay. genau. Wir zerstören das Netz des Lebens. Wir zerstören die Grundlage. Wir brauchen diese Kooperation zwischen Pflanzen, Boden und so weiter, um Nahrung anzubauen. Und je diverser das ist, je höher die Polykulturen und je mehr Leben im Boden ist, desto besser funktioniert das. Und gerade im globalen, also gerade jetzt in den tropisch-subtropischen Geschichten, da haben wir einen sehr schnellen Kompostprozess. Das heißt, wenn wir da anfangen, unsere Beete zu implementieren, auch auf einem sehr schlechten Boden, dann gucken wir, was gibt es an Biomasse in der Gegend und versuchen das, also von unserem Land, nehmen wir mal an, wir haben einen Hektar Land und dann nehmen wir die Biomasse, die wir haben, also wir fällen keine Bäume, sollten da Bäume stehen, sondern nur Äste und so Geschichten, aber wenn da zum Beispiel noch Gras wächst, dann mähen wir das und nehmen diese komplette Biomasse und packen die auf eine Fläche zusammen und machen eigentlich so eine Art Hügelbeete. Und da haben wir dann ganz unterschiedliche Materialien, grüne, also getrocknete Sachen und frische Sachen, das ist dann dieses Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis, was da zum Tragen kommt, dieser CN. Verhältnis muss einigermaßen ausgewogen sein und dann haben wir unterschiedlich dicke Holzarten, von dicken Stämmen bis daumendick bis ganz kleinen Ästen. Und das wird alles zusammengepackt, da wird dann Erde drüber gepackt. Wenn möglich, geben wir da noch gute Erde von unterschiedlichen Plätzen aus der Region. Wir gucken, ist irgendwo, gibt es irgendwo einen Wald und da ist ein bisschen gute Erde, hat schon jemand einen Kompost, hat schon jemand ein Beet, kann der uns einen Eimer geben? Dann schütten wir das damit drauf, weil da sind schon Mikroorganismen drin und das ist sozusagen dann wie geimpft. Was auch noch total super ist, wenn die Möglichkeit besteht, und das sollte man immer versuchen einzuplanen, ist aufgeladene Pflanzenkohle mit reinmachen. Also das ist praktisch auch wieder reiner Kohlenstoff. Der muss aber vorher im Kompost oder über Urin oder auch im Tierstall aufgeladen worden sein mit Nährstoffen wieder. Wenn du die Pflanzenkohle unaufgeladen in die Felder packst, dann zieht es erstmal Energie, bis die aufgeladen sind. Und das hat den Vorteil einmal davon, A, dass die Wasserspeicherfähigkeit des Bodens erhöht wird. Die Mikroorganismen fühlen sich da super drin wohl. Das sind so wie kleine Hotels, kleine Häuschen für die praktisch. Und wir fangen an, also es geht schneller, dass wir Kohlenstoffsenken aufbauen. Also das ist das, was diese ganzen Systeme auch können, ist Kohlenstoff aus der Luft, also das CO2 wieder rauszuholen und in den Boden zu binden. Alles, was wir rausgeholt haben und in unseren Maschinen verbrannt haben, wäre toll, wir packen es wieder zurück in den Boden. Und da ist das ein Weg. Was auch noch gut ist, ist Gesteinsmehl und so Geschichten mit reinzupacken. Und wenn vorhanden, ein bisschen guten Kompost, ein bisschen Tier. Dung. Nehmen wir an, du hast Hühner, dann packst du deinen Hühnerkot dazu rein. Was wir im Senegal haben, ist viel Fischfang an der Küste und da ist so ein Fischmehl, ein Abfallprodukt. Wir packen da ein bisschen Fischmehl mit rein zum Starten, um einfach da Energie reinzubringen und die Mikroorganismen. Dann versuchen wir das
zu bauen, bevor die Regenzeit losgeht. Dann kommt der Regen und die Sonne und der Kompostierungsprozess beginnt. Diese Hügel sind praktisch sowas wie eine heiße Rotte oder wie ein Kompost, wa? Und dann ist der erste Schritt, dass wir möglichst viel von diesen Leguminosen und Mulchpflanzen anpflanzen. Also Pflanzen, die möglichst schnell wachsen, die Stickstoff fixieren und die wir wiederum chop and drop, die schneiden wir und geben. Also das sind teilweise echte Pflanzen, die willst du am liebsten gleich trocknen und verkaufen oder Tee draus machen. Aber es geht wirklich darum, im ersten Schritt einen möglichst guten, gesunden Boden aufzubauen, weil der die Grundlage für alles ist. Und dann beginnen wir da unsere Polykulturen drauf zu pflanzen. Und in diesem gesunden, lebendigen Boden vernetzen die Wurzeln der Pflanzen mit Pilzen und Kleinstlebewesen sich untereinander. Es wird sowas wie ein Kollektiv. Es wird ein, wir gehen zum praktisch zu einem Makroorganismus. Ich pflanze im Grunde, wenn ich diese Gildepflanze, auf die du da abzielst, nicht die Pflanze, die Pflanze, die Pflanze, sondern ich pflanze dieses Kollektiv, diesen neuen Organismus, der, wenn er sich vernetzt mit im Boden, antifragil, resilient und stärker ist und wesentlich besser Dürre, Hitze, aber auch Krankheiten trotzen kann. Und das ist, weil einfach jede Pflanze unterschiedliche Sachen mit einbringt. Wie schon gesagt, die eine macht Schatten, die andere wächst ganz schnell nach unten und hat starke Wurzeln, bricht den Boden auf, der vielleicht verdichtet ist für die anderen Pflanzen, dass die da besser weiter runterkommen. Und die, die am tiefsten unten ist, holt Wasser aus weiteren Tiefen und stellt es allen zur Verfügung, sozusagen. Und genau, und so hat jede Pflanze eine Rolle im System. Und das zeigt uns im Grunde sehr schön, wie sinnvoll es ist, in Kooperation zu gehen und nicht in Ellenbogen und nur ich zu und Konkurrenz zu denken, sondern dass wir einfach viel resilienter, antifragiler und gesünder sind, wenn wir gemeinsam denken. Das Ganze geht im Grunde zurück, das ist das Gaia-Prinzip. Die Erde ist ein großer Organismus, ein Makroorganismus. Das heißt, wenn wir hier was machen, hat es da unten Auswirkungen und es ist alles vernetzt. Und so, das sehen wir ja auch in unserem Klima und an den ganzen Negativfolgen, die momentan passieren. Und das geht zurück auf Margulis und Lawfluck. Das sind zwei Wissenschaftler, die haben in den 80er Jahren im Grunde angefangen, diese Theorie auszuarbeiten, wurden damals belächelt. Heute ist das State of the Art, soweit wie ich das verstanden habe. Genau, dass einfach auch die Erde ein großer Makroorganismus ist, weil alles vernetzt ist und bei uns in unseren komplexen Agroforstsystemen, Food Forest, pflanzen und denken wir genauso und das bringt nur Vorteile mit sich. Und auch diese hohe Geschichte, nehmen wir mal an, du hast 200 oder nehmen wir an, du hast 50 Pflanzen in deinem System und eine sollte doch mal krank werden oder zwei. Oder da kommt irgendein Insekt, was die dann platt macht. Dann hast du immer noch 48 Pflanzen im System, die du beernten kannst, die dir Ertrag bringen. Also auch das schafft für dich als Landwirt, Landwirtin oder auch für die Gemeinschaft immer eine resilientere Struktur, die wesentlich sicherer ist als eine Monokultur. Ja, also die Sache mit den Monokulturen ist eh komplett Lust. Ne? Also Ja, nicht? das ist ja irgendwie klar. Aber was zum Beispiel auch komplett Lust ist, ist immer, wenn ich bei mir durch die Stadt fahre und denke mir so, ja, ich sehe irgendwelche Leute, die dafür bezahlt werden, dass sie jetzt hier den Rasen mähen und dann Ja. auch noch das Zeug nicht mal liegen lassen, das Laub und den ganzen Scheiß nicht liegen lassen, sondern wegfahren und dann Genau. wahrscheinlich irgendwo verbrennen oder so. Also Genau. das ist doch eigentlich das Dümmste, was du machen kannst, ne? Genau. Also das Mulchen ist eines der wichtigsten Dinge, die wir tun. Deswegen ist, wir haben ganz viele Pflanzen im System, die wir nur haben, um sie zu beschneiden und das, was wir abschneiden, wieder auf den Boden zu legen. Und da sind die Vorteile einmal A, dass wir wieder das Bodenleben füttern, aber auch, dass wir so das Wasser viel, viel länger im Boden gehalten bleibt. Also wenn es regnet und die Sonne kommt raus, dann ist das total schnell verdunstet. Wenn ich das abschirme, dann hält es wesentlich länger. Und die Ja. Temperaturen am Boden werden auch nicht so heiß. Eiweiß gerinnt bei 42, 43, 44 Grad, stockt es. Und ab dem Zeitpunkt, wenn es so heiß wird auf unseren Äckern, stirbt auch das Bodenleben. Das heißt, auch da ist dieser Mulch immer ein ganz wichtiger Schutz, damit es nicht so heiß wird. Und auch der Wind, der da drüber fährt, nimmt wieder Feuchtigkeit mit. War und nimmt auch diesen Humus mit, also dieses gute Stück Erde und trägt es davon. Auch das schützt wiederum der Mulch. Ja. Genau. Und auch dann gibt es wieder unterschiedliche Pflanzen mit unterschiedlichen Eigenschaften, die unterschiedliche Sachen ins System bekommen, was dann auch teilweise gesundheitsfördernd sozusagen sein kann.
Oder nehmen wir Niembaum, der ist dann auch wieder gegen Nematoden oder gegen irgendwelche Insektenbefall, wo sich das System so auch praktisch wieder selbstständig schützt. Oder dann pflanze ich Lemongras zwischenrein, was auch viele Insekten oder Schädlinge in Anführungszeichen wiederum nicht mögen. Genau. Und wenn du dir einen natürlichen Wald anschaust oder einen Urwald, der Boden ist immer bedeckt. Also es gibt, da liegt nicht Erde frei. Ab und zu mal ein bisschen was ist hier und da auch wichtig, weil es auch Insekten gibt, die im Boden leben und die müssen doch irgendwie rankommen. Wa? Aber grundsätzlich findest du keine kahlen, keinen nackten Boden in dem Wald. Ja, das Genau, stimmt. und das ist Biomasse. Wir werden mittlerweile brauchen alle überall Biomasse, wa? Und zur Humusgewinnung, aber auch um Pflanzenkohle zu machen und den Kohlenstoff wieder rauszuholen, sozusagen. Für Nahrung mit Maden zu machen, da wird wieder Humus 1:1 umgesetzt und so weiter. Wir werden einen riesigen Run drauf haben, wa? Biomasse brauchen wir in allen Bereichen. Genau. Was auch mitgedacht wird in den Systemen, sind natürlich so Dinge wie schnell wachsende Hölzer, auch dann zum Beispiel. Bambus? Bambus? Ja, Bambus auch, aber am besten nur in einer Ecke, weil Bambus wirklich krasse Wurzeln hat, die sehr, sehr weit reichen. Und genau, der muss sehr mit sehr viel Bedacht gepflanzt werden, war. Es gibt Aber diesen einen Dude, der sitzt in Thailand, das ist ein Deutscher, und der macht Bambus. Und der hat sich irgendwie drauf geschafft, wie man Gebäude macht mit Bambus. Und er meinte, wichtig ist, dass man ihn irgendwie erstmal wachsen lässt und dann ab einer gewissen Höhe kann man den übelst farmen, weil der dann irgendwie im Prinzip sowas wie 1 Meter pro Tag oder so wächst. Und dann kann man richtig gut diesen Rohstoff verwenden, um damit, also er hat sich eine Technik patentieren lassen, wie man den dann noch behandeln muss, damit der auch lange hält. Und damit baut er riesengroße Gebäude quasi da drüben Genau, in Thailand genau, irgendwo. genau, genau. Ja, benutzen die viel und auch schon lang traditionell. Genau, aber dieses Verfahren, das er hält, es gibt einige Insekten, die gehen da gern rein und zersetzen den. Das ist ein großes Problem in Westafrika. Der muss dann irgendwie heiß gemacht werden, überm Feuer und so weiter. Genau, und Teil des Systems immer super. Eukalyptus ist zum Beispiel so ein Baum, der super schnell wächst oder auch bei uns Pappeln. Und das wären dann zum Beispiel auch Bäume, die könnte man in eine Pyrolysemaschine geben. Du holst da dann Pflanzenkohle rein, die du wiederum in deine Beete gibst oder auch da Dinge draus machst, in deine Gebäudedämmung mit einarbeitest. Wir missbrauchen überall Storage von CO2. Und das andere ist, dass du dann die Abwärme für ein Wärmenetz nutzt. Weil wir brauchen ja auch weiterhin Wärme und Strom und so Geschichten. Und auch das kann in diesen Systemen mitgedacht werden. Ja, Genau. ich hatte auch mal eine Doku gesehen zum Thema Moore. Ja. Und dass es irgendwie auch in Deutschland jetzt so Pilotprojekte gibt, wo man irgendwie sich so ein Stückchen Fläche nimmt und dann da ein Moor wieder installiert. Und dann das Moor, da wächst ja dann dieses Kraut sozusagen. Und das kann man aber hernehmen und daraus wieder andere Sachen produzieren. Abgesehen davon, dass es natürlich ein Frischwasserspeicher ist und auch ein CO2-Speicher, kann man das Zeug, was man daraus erntet, kann man dann vielseitig verwenden. Irgendwie. Genau. Genau. Und wir brauchen doch die Moore generell, weil wenn wir die nicht haben, dann erodiert uns der ganze Humus weg, oder? Also. Genau. Ich glaube, das sind 7% vom CO2 in Deutschland, was Moore emittieren. Also das ist ein großer Faktor. Da gibt es auch Menschen, die sich damit beschäftigen. Das ist super wichtig, genau, und zwar die wieder zu vernässen. Weil die sind halt oft in landwirtschaftlicher Hand, sind Grünfläche oder Tiere stehen drauf und so Geschichten. Und wie kann man die wieder zurückführen, vernässen? Und genau, wenn dann solche Dinge praktisch passieren, die wir da entnehmen können und ein hohes Wachstum haben und generieren, dann ist das total super und sinnvoll. Da gibt es auch ein Projekt von dem, Wolf Dieter, Name vergessen. Einen Menschen, der macht es in Ostafrika und zwar mit dieser, da gibt es eine Pflanze auf den ganzen Seen, die teilt sich total schnell, Wasserhyazinthe, glaube ich, und der hat es geschafft, die nehmen die raus, die packen die vor Ort in sehr einfache Pyrolyseofen und schaffen so praktisch dann auch wieder Kohlenstoffsenken und kriegen das dann irgendwie supported. Genau. Also da sehen Sie, überall arbeiten Menschen an so kleinen Projekten und machen und tun, genau. Kohlenstoffsenke heißt jetzt was genau? Ich habe eine Pflanze und presse da raus ein Brikett. Ein Kohlenstoffsenke ist praktisch überall, wo wir CO2 aus der Luft
aus der Luft nehmen und dann versuchen, langfristig in irgendwas zu speichern. Das kann ein Balken sein. Ja, also wir haben das, machen das über den Aufbau von Blatt und Stamm und Humus und dem Verwenden von dieser Pyrolyse, also dieser Pflanzenkohle im Boden. Aber jeder Baum, den wir pflanzen und als Bauholz machen, also auch wenn wir sollten im Grunde mehr Holzhäuser bauen, ist eine Kohlenstoffsenke. So, Ja, wenn der okay. wieder verbrannt wird oder bei der Kompostierung geht auch schon, ist es schon auch ein Kreislauf. Es wird auch immer wieder freigesetzt, war. Aber wenn du aufbauende Landwirtschaft betreibst, das heißt, du machst Boden gut, dann entstehen da, genau, wird da Kohlenstoff drin gespeichert nach und nach. Und da wird auch super viel geforscht. Da sind jetzt viele Unis dran. Wo bringst du es? Was bringst du es? Wie schnell geht es? Wie müssen wir das tun? Und da kommt ja dann auch wieder diese kapitalistische Geschichte der Kohlenstoffzertifikate, also dass praktisch auch wieder Unternehmen wollen, die geben dir dann Geld, wenn du sowas aufbaust. Und da ist halt, ist das real, ist das fake? Und wie oft haben sie die Zertifikate verkauft? Genau. Also da hat das jetzt so der Run da drauf. Ja, ich hatte den Tag eine Arte-Doku gesehen, da musste ich total schnaufen, als ich das gesehen habe. Da gibt es irgendwelche Architekten-Schnösel-Wichser, die sich da irgendwie ihren Traum erfüllen und total futuristische Gebäude machen, wo sie dann immer mal so außenrum so eine Hecke irgendwo auf so einen Balkon installieren. Und dann muss man da natürlich wahrscheinlich irgendwie Wasser hochpumpen und so und muss die ganze Zeit da was tun, damit das irgendwie halbwegs funktioniert. Aber das bringt auch alles gar nichts so, weil das ja nur so ein kleines Beet ist irgendwie. Und das ist ja natürlich, das ist ja nicht natürlich, sondern das wird nur aufrechterhalten, weil man die ganze Zeit was dazu tun muss. Und das wird aber irgendwie als was Fortschrittliches und irgendwie was Grünes vertickt und so. Das ist alles Genau. scheiße, ne? So und Muss man sich anschauen, was da Greenwashing ist und was da nicht. Ist auf jeden Fall wichtig, wesentlich mehr Bäume in die Städte zu bringen. Jeder Baum funktioniert wie es eine kühlt, ne? Klimaanlage. Ich glaube, es sind 12 Klimaanlagen für 24 Stunden, was ein großer ausgewachsener Baum macht. Und das ist schon sehr, sehr enorm. Und das merkst du ja auch. Geh durch eine Straße mit Bäume oder geh durch eine Straße ohne Bäume. Das ist ein riesiger Unterschied. Und genau, wir brauchen auf jeden Fall wieder mehr Bäume und Sträucher und Hecken in den Städten. Und wenn wir die als mehrjährige Nahrungsmittelbäume denken, dann haben wir noch ein Add-on. Ja, Ja, also im dann können die Prinzip könnte Leute. man noch sozusagen, wenn man, sagen wir mal, wir nehmen uns Manhattan oder wir nehmen uns Mannheim, irgend so ein Quadrat und hacken einfach ein Schachbrett rein. Einfach jedes zweite Haus weg und dafür Natur. Ne? Also aufreißen, den ganzen Asphalt wegmachen und dann irgendwie Natur dahin installieren. Findest du denn so Urban Gardening irgendwie, ist das was Schlaues oder nicht so? Also genau, muss mal gucken, bevor man die Häuser in Mannheim abreißt, würde ich die Parkplätze erstmal rausnehmen und das Auto frei machen und Auto, klar, Auto Fußgänger muss auf jeden sich Fall das weg. tun und so weiter. Und klar ist Urban Gardening geil. Und zwar auch ganz viel aus dem Grund, weil die Menschen sich einfach wieder mit Pflanzen, mit Nahrungsmittelproduktion und so beschäftigen. Und das ist ganz wichtig. Wir haben ziemlich den Kontakt verloren. Wie viel Energie steckt in einem Apfel? Wie viel Energie und Arbeit steckt in einem Brot? Und sich damit zu beschäftigen, ist das voll super. Und es ist ja auch wieder, da kommt dann wieder die soziale Permakultur mit ins Spiel. Die Leute lernen sich kennen, hängen wieder zusammen rum. Wir haben hier in Berlin ganz, ganz viel Gemeinschaftsgärten. Und es ist echt schön auch zu sehen, wie viele unterschiedliche Menschen da gemeinsam wieder Landwirtschaft betreiben, die sich sonst wieder nicht kennengelernt haben. Und es entsteht wieder mehr ein Bewusstsein zur Natur und auch da wird ein Teil Nahrungsmittel produziert. Ne? Ja, Genau. ich habe gesehen, dass die das in Kuba ganz groß machen, weil die natürlich, also die sind natürlich extrem bedürftig, ne? Die können ja auch nichts exportieren oder so und importieren. Dürfen. Und die machen da richtig viel, so Interessant. mit Urban Gardening innen drin. Und die haben ja da auch viel Platz, sagen wir mal, wenn da irgend so ein Schrotthaus steht, ist ja egal, dann machst du da einfach einen Garten und so. Ja. Okay, das Genau. ist natürlich, ja, okay, das ist cool. Weil irgendwie, wenn ich jetzt sozusagen meine postapokalyptischen Vibes habe, ne? Das jetzt sozusagen überall, sagen wir mal, man lebt jetzt in Australien oder in Kanada. Da ist ja im Prinzip jetzt ab jetzt eigentlich jedes Jahr immer alles in Flammen. Brandenburg. Brandenburg, genau. Brandenburg auch immer schön in Flammen. Kann man da noch irgendwas machen oder muss man da, hat man da auf, kann man da nur noch aufgeben gegenüber der Desertifikation? Nee, ich denke, da kann man überall was machen. Ein ganz schönes Beispiel dazu gibt es auf dem
Ja, aber in Nordbrandenburg auf dem Bauernhof Gut und Böse, da gibt es sehr unterschiedliche syntropische Agroforstsysteme und eins von diesen Agroforstsystemen ist im Wald, in so einem Brandenburger Wald. Und diese Brandenburger Wälder, die sind wirklich zum Abbrennen designed, würde ich mal sagen. Die sind dafür gepflanzt, war also in einem natürlichen Wald, wir hatten schon, ist immer der Boden bedeckt. Und wir haben immer unterschiedliche Layer. Und eigentlich ist der Layer mit dem meisten Grün immer ganz unten, der unterste Layer, die unterste Krautschicht, die untersten Sträucher. Da ist das meiste Grün. Und wenn da das meiste Grün ist, ist da der Taupunkt. Das heißt, Wasser sammelt sich da. Ja? Und dann kann das auch nicht aus dem Boden rausgezogen werden. Und wenn wir jetzt durch die Brandenburger Wälder gehen, da ist unten ein bisschen Gras und sehr, sehr wenig. Und oben haben wir diese grüne Krone. Das heißt, sehr vermutlich ist der Taupunkt da oben. Ne? Das heißt, der kälteste Punkt vom System ist da oben, sprich, das Wasser wird gerade so aus dem Boden dahin gezogen und geht von da in die Atmosphäre. Dazu kann da der Wind einfach super schön durchballern und einfach auch dann, wenn es mal angefangen hat zu brennen, das schön vorantreiben. Und genau, auf diesem Hof mit diesem syntropischen Agroforstsystem, da haben der Genau, also gibt es ein Teilstück, da haben die Bäume wirklich gefällt, in Reihen wieder hingelegt als Biomasse, die vom Boden leben, dann wieder verarbeitet werden und dann neue unterschiedliche Kulturen gepflanzt. Und da ist es wichtig zu beachten, was wir im Grunde auch machen. Wir müssen immer diese Sukzessionsstufen durchlaufen, also bei der Besiedelung unseres wunderschönen Planeten. Von der Wüste bis zu diesen Klimaxwäldern des Überflusses, in denen sich dann auch die Säugetiere und auch später der Mensch entwickeln konnte, haben wir ganz unterschiedliche Stufen durchlaufen oder durchlaufen Ökosysteme unterschiedliche Stufen. Das heißt auch hier, wir haben ein Haus wird weggerissen und da ist eine Brachfläche. Und dann kommen als erstes Gräser und dann kommen meistens so Birken und Akazien, Robinien heißen die hier bei uns. Das sind diese Pioniergehölze. Das sind Pflanzen, die sind nicht anspruchsvoll, bereiten aber durch den Laubabwurf, durch die Biomasse, durch das Aufbrechen des Bodens und der Beginn und Aufbau von besserem Bodenleben die nächste Sukzessionsstufe für die nächsten anspruchsvollen Arten vor. Und irgendwann, wenn der natürliche Prozess weitergeht, werden diese Birken und Robinien von Kastanien und Eichen und Birken abgelöst, also von anspruchsvolleren Pflanzen, die am Anfang auf dieser Wüste nicht gewachsen wären. Und das wird immer so weiter. Das ist das, was die Natur oder was besser, was Pflanzen zur Perfektion gebracht haben und super gut können. Von einfachen zu komplexen Systemen gehen. Ja, und so funktioniert der Aufbau von Ökosystemen. So haben wir diesen Planeten besiedelt. Das ist das Grundlegende, was unserer Arbeit auch zugrunde liegt. Und genau diesen Weg versuchen wir zu gehen mit unseren Wäldern. Das ist wird im Extremsten gemacht in dem syntropischen Agroforst, der auf Ernst Goetsch zurückgeht oder dann hinter Ernst Goetsch auch wieder auf indigene Menschen in Brasilien und Südamerika. Genau. Und wir als Bauern und Bäuerinnen in diesem System, wir versuchen uns nicht über die Natur zu stellen, sondern ein Teil davon zu sein. Ich bin nicht besser als die Ameise, ich bin nicht besser als dieses Blatt und der Bauch und der Baum und der Strauch. Wir sind alle intelligente Systeme und gemeinsam bringen wir da voran. Und durch aufmerksames Beobachten und daraus Schlüsse ziehen, kann ich als Mensch sehen, wo fehlt es dem System und da kann ich nachhelfen. Und dazu kommt, dass ich durch das richtige Beschneiden zum richtigen Zeitpunkt das System wesentlich schneller zum Wachsen bringen kann. Wenn ich den Eukalyptus im Senegal oder die Pappel hier zum richtigen Zeitpunkt schneide, das Mulchmaterial dem Boden wieder zur Verfügung gebe, dann tut dieser Baum Wachstumshormone in das Wurzeln, in das Netz des Lebens, in diesen Kosmos da unten geben und alle Pflanzen profitieren davon und das ganze System wächst schneller. Wa? Das heißt, so durch dieses Orchestrieren dieser Systeme und das Arbeiten mit diesen intelligenten Pflanzen gemeinsam können wir es schaffen, wesentlich schneller diese Sukzessionsstufen zu durchlaufen und wesentlich schneller praktisch zu intensiv produzierenden Systemen kommen. Und das ist das, was ich denke, was wir momentan brauchen, weil wir, also die Kipppunkte knallen, die Klimakrise ist voll am Start. Keine Ahnung, ob wir noch eine Chance haben. Wenn, sollten wir uns beeilen und da ist einfach dieser Weg. Und wenn man sieht, gerade im globalen Süden, wo die Systeme noch viel, viel schneller wachsen als bei uns,
Das ist wie eine grüne Explosion. Und die Natur ist so stark und bricht so hervor. Die Biodiversität erlebt so schnell einen Anstieg. Und das ist das, was mir Hoffnung gibt, war zu sehen, wie schnell doch so Systeme regenerieren, Healing betreiben können und zerstörte, erodierte Flächen wieder aufbauen. Genau, das ist das, was wir fu versuchen und gleichzeitig praktisch dann Nahrungsmittel damit zu produzieren, was wir alle brauchen. Und aber Biodiversität ist doch garantiert, also wenn jetzt etwas ausstirbt, und da ist ja vor allem, sind ja vor allem die ganzen Mikrobiome im Boden mit gemeint, die beim sechsten Massenartenaussterben die ganze Zeit mit wegfratzen. Wir verlieren ja irgendwie, ich weiß gar nicht, 300 Spezies pro Tag oder so, ne? Ja. Die sind doch dann aber für immer weg. Also Genau, was weg ist, das ist ist weg. ja ein evolutionärer Prozess, der braucht ja dann erst wieder ein paar Millionen Jahre, bevor sozusagen durch Mutationen und Selektionsdruck wieder neue Sachen entstehen, die vielleicht schon mal da waren. Das heißt, jeder Tag ist eine einzige Tragödie. Ganz genau. Was weg ist, Und ist weg. Und damit, also das ist jetzt diese Biodiversitätskrise, wo wir jetzt praktisch rüberlaufen sozusagen. Und die ist mindestens so krass wie die Kohlenstoff-Klimakrise. Und wir haben einen ziemlichen Kohlenstofftunnel. Also das ist das, was angekommen ist bei den Leuten. Die denken CO2, CO2, CO2. Aber wir müssen das Klima kühlen, wir müssen Wasserhaltefähigkeit im Boden, wir müssen Boden aufbauen und wir müssen die Biodiversität erhalten, weil das ist dieses Netz des Lebens, auf dem alles fußt. Und jeder Tag ist da, genau, verschenken wir riesiges Potenzial. Da habe ich neulich in irgendeinem Vortrag diese hübsche Geschichte gehört. Und zwar, wir haben immer mehr Leute Probleme mit Magensaft und irgendwie Aufstoßen und was weiß ich und irgendwelche Magensäure. Und da gab es eine Gruppe von Forschern, ah, da gibt es doch so einen Frosch im Regenwald, der kann, zieht seine Jungen teilweise im Bauch auf und schaltet da seine Magensäure aus. Den schauen wir uns mal an, wie der das macht. Da steckt vielleicht ein Medikament drin oder irgendwas, wie wir uns da was basteln können. Genau, der ist ausgestorben. Den haben sie nicht mehr gefunden. Die Chance ist vertan. Und sowas passiert jeden Tag. Und das ist, und im Grunde, wenn du dir auch in die Forschung schaust oder alles, was wir benutzen, ganz viel ist eine Kopie von der Natur. Das Flugzeug, die Flügel. Also war, genau, also was wir da tun, ist für uns zukunftsmäßig gesehen ganz, ganz, ja, krass und dumm. Und vor allem eine schlechte Kopie. Also der Wirkungsgrad von allem ist ja total lächerlich, von dem ganzen Ingenieurskram, den wir nachbauen. Genau, Ne? genau. Also damit wir, keine Ahnung, hier so einen Löffel herstellen, müssen wir die Scheiße erstmal auf 1000 Grad erhitzen. Ne? Die Natur schafft das alles bei irgendwie 30 Grad oder so, plus minus 10, komplett Nanotechnologie zu betreiben und Dinge und Alchemie zu machen. Da träumen wir davon. Und der Wirkungsgrad ist halt übelst hoch. Und nochmal, die Natur ist ja nachhaltig, ne? Weil kein Stoffwechselendprodukt übrig bleibt, was man dann irgendwo in den Philippinen auf einen großen Haufen schmeißt und dann irgendwann anzünden muss. Genau. Aber deine Nachhaltigkeit geht eher auf diesen Energieerhaltungssatz im Grunde zurück, Naja, ja? ist so eine Bilanzfrage halt, ne? Dass man sich irgendwie denkt, so kommt irgendwas, gibt es Ja. einen Output aus Ja. einer, also es ist ja eh, also. Dieses Biotop ist ja ein konstantes Upcycling von vielen Stoffwechselmetabolismen. Und die greifen ineinander. Das Output von dem einen ist der Input von dem nächsten und so weiter. Und dann gibt es auch Kreisprozesse und so. Und ich denke mir dann halt immer, naja, Nachhaltigkeit bedeutet halt, wenn es einfach kein Output gibt, was keinen Input für irgendwas anderes darstellt. Wenn es immer weitergeht. Wenn es im und dann irgendwann so ein Upcycling stattfindet, dass daraus immer höhere Strukturen entstehen können, die immer krasser werden. Wie du sagst, zum Beispiel einfache Bäume und dann irgendwann anspruchsvollere Bäume oder so. Und ich Genau. meine, wir sind ja auch so. Wir haben übelst viele Mikroben in unserem Darm und in unserem Bauch drin und so. Die erzeugen, also die produzieren Enzyme, die unser Körper nicht selber herstellen kann. Ohne die sind Genau. wir am Arsch. Genau, und Die das ist sind eine auch Teil schöne, unseres Körpers. genau. Und da ist wieder ein schönes Zusammenspiel zwischen den Mikroben in unserem Darm, dem Biom, was wir da haben, und unseren Böden. Also die gehen gleichzeitig kaputt mit dem Reduzieren von dem Leben im Boden, reduzieren wir auch gleichzeitig das Leben in uns, was uns wieder anfälliger und kranker macht. Und genau, durch die Nahrung, die wir essen, also in der Paprika aus dem Supermarkt ist halt kaum noch irgendein Und Biom drin, Plastik. das brauchen wir auch. Genau. Und Ja. PFAS und so. PFAS ist. Na, dieses Zeug, was im Prinzip jetzt in der Luft, im Regenwasser gemessen wurde. Ja, genau. Genau. Und da kann man auch sehen an Gruppen, es gibt religiöse Gruppen in Amerika, so Shaker und so weiter, die bewirtschaften ihre Felder immer noch mit
Landmaschinen und leben praktisch in ziemlich geschlossenen Gemeinschaften und machen da ihre Art und Weise von der Landwirtschaft. Die haben wohl mit das beste Biom in sich, was ihren Magen angeht, weil die einfach gesunde Böden haben, da leben, verortet, essen, was sie produzieren. Und das geht eins und eins. Das geht in die Richtung, dass die langsam anfangen, wohl ihren Kot zu verkaufen, weil denen ihr Kot sowas von super ist und wir immer mehr Leute mit, was weiß ich, Reizdarmsyndrom und so weiter haben. Ja, Und ja. genau das die Medizin ist, wa? Krass. Und da geht wiederum einher, dass auch praktisch die Nahrungsmittel aus diesen Food Forests, komplexen Agroforstsystemen, die ohne Pestizide, Gifte und Inputstoffe produziert worden sind, wesentlich gesünder ist als das, was wir im Supermarkt kaufen, war, was aus einem Reagenzglas kommt oder aus irgendwelchen hochgezüchteten Geschichten. Also auch da ist die Nahrung schon wieder viel, viel mehr näher an einem Medikament in Anführungszeichen dran, weil sie einfach so viel gesünder ist. Und das es stecken nur Win-Win-Win-Win-Solutions in diesen Systemen, war. Naja, außer du weißt, die Profitkrake und so, die möchte gerne noch den letzten Rest verheizen Genau. Aber auch für eine da grüne steckt, Zahl. genau, das stimmt. Und aber auch da, um diese Profitkrake zu widerlegen, auch da ist, du bist ja auch ein bisschen eine Politsendung sozusagen, finde ich, widerlegen diese Systeme das neoliberale Märchen. Das neoliberale Märchen basiert ja auch darauf, auf der falschen Auslegung von Darwin, die sagt, der Stärkere frisst immer den Schwächeren. Und Genau. so würde die Natur funktionieren. Und das Und ist das können nicht wir ja gar wahr. nicht beobachten. Also, Nee, und das stimmt halt einfach nicht. nein. Wir sind evolutionär nur durch Kooperation und diese Zusammenarbeit gegangen. Und das ist das, was uns diese Systeme auch lehren, wie wir vielleicht unsere Gesellschaften auch besser aufbauen könnten. Und genau, widerlegt einfach das. Und in neoliberalen Kreisen, da hat es ja schon fast religiöse Züge. Die große Firma ist die kleine und das ist Gott gegeben, ganz Und das ist normal, gut so. so funktioniert. Und das ist halt nicht wahr. Also das stimmt einfach nicht. Und das, genau, völlig widerlegt. So hat die Evolution nicht stattgefunden. Genau, und man kann ja auch überhaupt, also man kann ja beobachten, dass Kooperation Teil der Evolution ist, ne? Es Ganz gibt genau. irgendwie immer, also ich denke, es gibt immer irgendwie dann, wenn sich neue Märkte erschließen, dann ist es irgendwie im Sinne der Komplexitätserhöhung kurz mal sinnvoll, einen Wettbewerb zu machen und sich gegenseitig wegzumetzeln. Aber in dem Moment, wo das Ding in eine Sättigung reingeht, muss man Kooperation betreiben, weil sonst geht dieses sich gegenseitig wegmetzeln immer nach hinten los, ne? Das muss zu einer Art Monokultur konvergieren, die dann zu dumm ist, um noch zu überleben. Die verreckt dann an ihren eigenen Inkonsistenzen, weil dann kommt der Borkenkäfer oder so und frisst dich einfach Genau, auf. irgendwann, So ist es im irgendwann. Kapitalismus auch, ne? Die großen Unternehmen, die großen Staaten, die großen Imperialisten, irgendwann zerfallen die an ihren eigenen Widersprüchen, weil die irgendwie, keine Ahnung, die lassen keine Vielfalt mehr zu. Genau, In das dem werden wir Sinne, halt ne? jetzt sehen, was die nächsten Jahre sozusagen auch bringen. Ja. Ja, genau, also wir haben ja schon in vielen Bereichen immer noch eine Monopolisierung. Ja, also es geht ja immer noch wächst Amazon, würde ich sagen, und so Geschichten. Ja, genau. Und Google und hast du mich gesehen. Ja, genau, aber das ist was ich finde, was uns diese Systeme aufzeigen können und woraus wie wir in vielen Bereichen die Natur kopieren, in der Technik, in der Wissenschaft. Und genauso können wir das auch in unseren sozialen und gesellschaftlichen Strukturen machen, war, dass wir einfach mehr auf Kooperation und auch ein bisschen auf Vertrauen und Solidarität. Und die Systeme sind solidarisch. Es ist nicht so, dass die eine Pflanze sagt, ich gebe dir nur das, wenn du mir das gibst, sondern die vertraut darauf, wenn ich das ein System gebe, dann kriege ich das, was ich brauche, auch schon wieder ab. Und so werden wir stärker und so gehen wir in der Evolution weiter. Das ist nicht dieser Marktplatz, war, sondern es ist ein solidarisches Vertrauen. Und das genau, wäre schön, wenn wir das auch uns wesentlich mehr entgegenbringen könnten als Gier, Neid und immer zu sagen, aber der, ah, der ist blöd und der ist blöd. Und dazu kommt, dass wir ja auch sehen, dass diese Probleme, die wir angehen, Klimakrise und Co., globale Probleme sind und wir nur globale Lösungen. Also wir können nur gemeinsam Lösungen finden. Das bringt nichts. Selbst wenn wir jetzt hier in Deutschland sagen, wir werden aufbauend und in 2 Jahren CO2-neutral und machen das und das und das und das und der Rest der Welt macht noch weiter, kommen wir da auch nicht zu einem Ende. Ja, also wir müssen das ganzheitlich sehen, da kommt wieder dieser Makrokosmos zum Tragen, das einfach alles Auswirkungen auf alles hat. Und das zu verstehen, denke ich, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt, wa? Und dass es nicht darauf ankommt, dass es nicht
Sicherheit bedeutet, möglichst viel für sich und seinen Clan zur Seite zu schaffen, sondern dass wir an alle denken müssen, war und das ist der genau, ist der Solidarität quasi. Ja, ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass diese großen Hierarchien, die wir jetzt, die zum Beispiel Staaten oder Firmen sind, dass die irgendwann so abgehoben sind, dass sie für den normalen Menschen wirklich keine Rolle mehr spielen, was der Staat jetzt noch entscheidet, sondern es kommt dann wirklich darauf an, dass die Leute sich wieder zusammensetzen und jetzt ihre eigenen Probleme klären, weil die da oben, was auch immer für eine Machthierarchie, sowieso schon gar nicht mehr in der Lage dazu ist, irgendwas zu tun, was einem was bringt. Sodass quasi dann irgendwann dieser Effekt eintritt, guckt mal da, die machen da irgendwie ihren Ökokreislauf, das ist cool, das müssen wir auch machen. Wir müssen die mal fragen, wie die das machen und sich das dann sozusagen auf einer kulturellen Ebene zwischen den Menschen einfach ausweitet, dieses Wissen sozusagen. Jemand macht es vor, andere gucken sich das ab, dann wird kommuniziert, dann wird vielleicht sogar dann findet sich sogar noch, finden sich noch bessere Lösungen, dadurch, dass andere noch andere Ideen haben, dann kann man noch irgendwas kombinieren. Der eine sagt, meine Großmutter hatte doch hier noch dieses Buch und so und keine Ahnung, sodass wir sozusagen jetzt wirklich wahrscheinlich ja, ich weiß auch nicht, so ein Wettlauf haben zwischen diesen zwei Prozessen. Der eine, der irgendwie heißt Artensterben, und der andere heißt irgendwie, wann sind die Machthierarchien so nutzlos, dass die Menschen von alleine wieder anfangen, sich einen Plan machen zu müssen. Ne? Weil im Moment ist es ja immer noch so, unser System suggeriert Leuten die Ohnmacht. Ne? Es sagt, frage lieber jemanden über dir, was du überhaupt tun darfst. Genau, also es hat, da würde ich sagen, auch da ist es diffiziler, facettenreicher und überall gibt es auch positiv wie negativ. Aber wo ich auf jeden Fall auch mitgehe und was meiner Meinung nach auch passiert, ist, dass sich gerade bei uns die Politik sehr, sehr schwer tut und sehr, sehr träge und sehr, sehr langsam ist und dass alte Kapital- und Machtströme nach wie vor sehr, sehr viel Einfluss haben und es schwierig ist, dagegen zu lenken. Und als Gegenpart entstehen auf jeden Fall überall Tausende von diesen kleinen Graswurzelprojekten, wie auch wir die betreiben. Und das ist auch das, also ich genau, schaue mir viel an und komme viel rum und sehe sehr viel. Und überall auf der Welt machen Menschen dieselbe Arbeit wie wir, weil sie überlegen sich und sie fangen an und sie tun in einem Kleinen. Und das hat auf jeden Fall Potenzial. Das sind alles kleine Piloten, kleine Leuchttürme, die multiplizieren und voranmachen und die Menschen auch wieder, also, Verantwortung übertragen und so weiter. Und das ist eine ganz, ganz tolle und wichtige Gegenkultur und Gegenmacht, die da aufgebaut wird. Und vielleicht ist es auch der Weg, den es braucht. Vielleicht ist es der wichtige Weg. So arbeiten wir auch. Wir denken, unsere Farmen eher in kleinbäuerlichen Strukturen bis 20 Hektar und so weiter und nicht viel, viel größer, weil dann wird es schon wieder unübersichtlicher und wieder Machtstrukturen und Ja, und dann muss Besitzverhältnisse man auch wieder da rein. flächendeckende Genau. Lösungen, die man nicht mehr Genau. individuell, dann Genau. ist nicht mehr ganzheitlich, dann ja. Genau. Und trotzdem ist es so, dass auch in vielen, dass auch viele Menschen, die Machtpositionen innehaben bei EU, bei der NATO, bei den Vereinten Nationen und auch Leute, die Firmen haben und auch Leute, die Geld haben, anfangen umzudenken. Das geht los bei sowas wie den Sustainable Development Goals. Das sind die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Und die basieren darauf, dass die Menschen verstanden haben, dass unser Handeln und Wirken in Ökosysteme eingenistet sind und davon abhängig sind. Das geht im Grunde, da steckt schon hinten dran, dass die verstanden haben, dass wir dieses Gaia-Prinzip haben und dass wenn wir Scheiße wirtschaften und die zerstören, dass wir dann auch draufgehen. Das steckt damit drin. Das ist da verstanden worden. Und die werden versucht umzusetzen und so weiter. Natürlich ist es wie überall, dass wir unterschiedliche Kräfte haben mit unterschiedlichen Interessen und dass das halt sehr, sehr langsam geschieht. Aber das passiert schon. Und genau. Und das ist auch wichtig und auch cool. Teilweise unterschiedlich schnell. Und auch da ist die Frage, genau, keine Ahnung, China kann da sehr schnell sagen, heute machen wir die Kohlekraftwerke wieder aus, bam. Also was da das beste System ist, um schnell auf großem Maßstab Entscheidungen zu treffen, keine Ahnung. Ich sehe aber auch, dass in der breiten Masse und das Klimaleugnertum und so weiter, dass es bei vielen Menschen noch nicht angekommen ist und dass es auch viele Menschen gibt, die sagen, ich scheiß drauf, ich will weiter konsumieren. Und das gerade auch wieder mit dem Blick drauf, wenn du drauf schaust, wer hat den Dreck gemacht? Das waren die 10%, 10, 15, 20% des globalen Nordens in den letzten paar hundert Jahren. Also wir haben den Dreck gemacht und das
Genau, kannst du dir die historische Diagramme anschauen und pro Kopf. Wir verbrauchen die drei Erden und Europa ist der Hauptemittent von Kohlenstoff in den letzten paar hundert Jahren. War mehr als China, mehr als alle zusammen. Das sind wir. Und da finde ich auch, setzt uns das also mich motiviert das auf jeden Fall, ins Handeln zu kommen und sagen, ey, wir haben eine Verantwortung, wa? Und wir haben gut gelebt, wir hatten Schule, wir konnten konsumieren, wir konnten reisen, viele von uns hatten ein nettes Elternhaus und Freunde und so weiter. Und das ist nicht selbstverständlich, weil wir sind eine kleine Minderheit. Und all das wurde uns mitgegeben auf den Kosten der Ökosysteme und des globalen Südens und der nächsten Generation. Und wenn nicht wir den Arsch uns jetzt bewegen, wer denn dann? Und ich denke, wir haben alles dafür und dazu. Was wir daraus machen, werden wir sehen, wa? Genau, aber diese kleinen Grassroots-Projekte entstehen zu Tausenden weltweit. Die Leute machen und tun und kapieren alle täglich mehr, tauschen sich aus, vernetzen sich. Und würdest du sagen, dass irgendwie Leute, die, sagen wir mal, einen Schrebergarten haben, beginnen sollten damit, in ihrem Schrebergarten eine Pflanzengilde zu bauen? Mit dem Ziel, Ja. sagen wir mal, was hast du gesagt, ein Walnussbaum war jetzt irgendwie der Plan, ne? Whatever, was sie da machen können, unterschiedliches Thema. Als erste, was die meisten Menschen in ihren Schrebergärten tun sollten, ist, was aber auch viele schon tun, Erstmal aufhören zu mähen die ganze Zeit. den Mulch nicht wegschaffen. Genau. Und das muss nicht total ordentlich sein. Die Natur ist da. Wir brauchen auch Totholzhaufen. Wir brauchen auch stehendes Totholz für die Insekten und die Biodiversität. Das hat alles immer nur Vorteile. Genau. Und die Kombination von Pflanzen, das kann auch cool sein. Du kannst auch deinen Baum wachsen lassen und den so beschneiden, dass du da deine Weintrauben hochranken lassen kannst. In der Permakultur denken wir auch immer in Multifunktionalität. Wir gucken, dass jede Aufgabe, die im System, im Garten, auf der Farm, passieren muss, mehrfach da ist. Das schafft stabile Systeme. Wa? Also was? Und viele Dinge haben ganz viele Aufgaben. Da ist zum Beispiel die Hecke ein ganz klassisches, schönes Ding. Was kann eine Hecke? Eine Hecke ist ein Sichtschutz zur Nachbarin rüber. Ist aber auch ein Windschutz. Kann ein Sonnenschutz sein. Ist ein Nistplatz für Vögel und ein Platz für andere Insekten und so weiter. Kann Nahrung produzieren, produziert Mulch. Schafft das Bodenleben, etc., etc., etc. Und so gucken, was können die Dinge alle? Und das hat oft viel mit langem Hinschauen und langem Beobachten zu tun. Diese Art und Weise der Landwirtschaft oder auch diese Art und Weise der Designtätigkeiten, die wir tun, sind sehr informations- und zeitintensiv. Man sagt in der Permakultur, das Beste ist, du hast ein Jahr lang Zeit, dir deine Fläche, deine Farm, die du sein möchtest, zu beobachten, damit du die auch kennst. Wann, zu welcher Jahreszeit kommt von wo der Wind? Wann ziehen da welche Tiere drüber? Wo läuft der Regen hin ab? Nur wenn ich weiß, wo der Regen hin abläuft, kann ich das so designen, dass ich da einen Swale, einen Hügel hinmache, der den stoppt und das Wasser auf der Fläche hält. Wir wollen ja die Energien auf der Fläche halten. Wa? Und das ist dieses, und oft neigen wir zu, ah, geile Idee, umsetzen, bam. Und bedenken nicht, was sind die Folgeerscheinungen, wa? Was wir jetzt ja auch sehen. War, beziehungsweise teilweise gehen wir ja sogar offenen Auges in die Katastrophe. Die meisten großen Konzerne, wie die Ölkonzerne und Cola und was weiß ich, haben alle Studien in den 70er, 80er Jahren gemacht. Was passiert, wenn wir so wirtschaften? Die sind, also genau, sehenden Auges da reingerattert Ja, die sozusagen. haben ja sogar sich schon überlegt, wenn jetzt dann oben die Polkappen schmelzen, wo sie dann am besten, sobald das sozusagen frei wird, da die Bohrinseln hinsetzen und so. Genau. Das haben sie Am sich in den besten. 80er Jahren schon überlegt. Genau, am besten, und jetzt können wir aber langsam Krieg da anfangen, deswegen, wer dann da was bekommt. Und Das wäre Krieg doch ist mal auch richtig Zeit. gut für die Genau. CO2-Bilanz. Genau, super nice. Und das ist auch was. Die Bundeswehr oder die Militäre werden meistens rausgerechnet aus den CO2-Bilanzen der Länder. Na klar. Ja, das ist ein unhinterfragtes Dogma. Das muss auf jeden Fall sein. Richtig rumballern muss auf jeden Fall sein. Ja, richtig rumballern, genau. Genau. Und das ist auch richtig rumballern. Das ist immer Macht. Und das ist auch was, ich sage immer, viele Bauern sind eigentlich Ingenieure und kriegen feuchte Augen, wenn sie über ihren neuen Traktor sprechen, was der alles kann und wie krass der ist. Und nicht, wenn sie über ihren Boden sprechen. Und eigentlich müssten sie feuchte Augen kriegen, wenn sie über ihren Boden sprechen und sagen, oh Mann, da habe ich wieder das und ich habe den Wurm gesehen und da wächst es wie Sau, wa? Aber es geht dann halt, wie viel Gewicht bringt der pro Ja. Quadratzentimeter auf den Boden und verbraucht das und das und das und das. Und so einen Traktor zu fahren, eine Motorsäge zu bedienen, das ist auch immer was, es ist Macht. Wa? Das ist ein krasses Gefühl. Ey, ich kann einen Baum, der da 300 Jahre gewachsen ist, in ganz kurzer Zeit umballern. Und auch da,
sich zu reflektieren, was tue ich da eigentlich? Mache ich das achtsam? Übertreibe ich das? Oder am krassesten sind diese Harvester, war die ganze Wälder, ich weiß nicht, oh, heute ich hab mal so eine Doku gesehen mit den Menschen, heute habe ich schon 80 Bäume niedergemacht. War voll Power, der Typ. Weißt Genau. du, woran mich das erinnert? An die Dinos. Ja. Earl Sinclair ist Baumschubser. Und er checkt überhaupt nicht, was er da macht. Genau. Genau. Ja, aber nochmal zu diesem Backballern. Also, wir haben auch uns viele Tools geschaffen, mit denen wir vielleicht gar nicht so gut umgehen. Und Menschen sind halt für Macht nicht gemacht. Ja, Ja, voll. also, Man das muss sind es halt nicht gut. dezentralisieren. Man muss die Macht irgendwie breitflächig verteilen in demokratischen Prozessen. Sonst führt das immer zu irgendwelchen Genau. Scheißartefakten, dass Leute die Genau. dummen Entscheidungen treffen. Genau. So sieht's aus. Ja, und. Beziehungsweise vielleicht auch mal dann einen Baum eher so jemand mit der Hand und eine Axt nochmal umballern lassen. Und es wäre eh besser, wir holen die Bäume aus dem Wald mit Pferden, die verdichten nicht. Überall, wo der Harvester lang gegangen ist, wächst erstmal nichts. Ja. Ja, und da entsteht Schlamm und Matsch und hast du nicht gesehen. Genau. So, dieses Sarah Saale jetzt. Sarale, ja. Sa ja, das hast du ins Leben gerufen. Du bist aus Afrika wieder nach Deutschland gekommen. Genau, ich habe da ziemlich früh ins Leben gerufen, dann auch vor 15 Jahren, nachdem ich da 1, 2 Jahre war. Ich bin da nicht dauerhaft. Ich bin immer nur 2, 3, 4 Monate im Jahr da und bin auch hier. Also ich lebe so ein bisschen in beiden Welten und kann so da, habe das große Glück, in unterschiedlichen Welten zu leben und auch nicht nur den eurozentristischen Blick mitzubekommen, sondern auch, ich kann eine westafrikanische Brille aufziehen sozusagen. Genau, und den haben wir gegründet mit dem Ziel, einfach auch Geld darunter zu bekommen, um Projekte weiterzumachen und so weiter. Das ist ein ganz kleiner Verein, der momentan aber mutiert. Wir haben dann, genau, wir haben praktisch diesen Heilpflanzengarten gemacht, haben dann Lehrpfad für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit gemacht, wo wir so Dinge gebaut haben wie solare Bewässerungssysteme, autarke Stromversorgung auf den Geländen sozusagen war, aber auch für die Kultur der angepackste Trockentrenntoiletten war, weil auch da die Nutzung von unseren Fäzes und dem Urin ist ein ganz wichtiger Bestandteil, um überhaupt wieder im Kreislauf leben zu können. Und der Abbau, das hat ganz viel mit dem Dünger zu tun. Genau, was wir praktisch abbauen, um als Dünger zu verwenden, wie zum Beispiel in der Westsahara oder auch in der Ukraine, warum auch immer wieder Krieg und Tyrannei stattfindet, ist alles in unserem Urin. Ich sage immer, Toiletten sind alte Dinosaurier, die brauchen wir so eigentlich nicht. Und da Trinkwasser zu verwenden und das Klo runterzuspülen, ist voll übel. Aber genau, also da, aber Sasserale, genau, haben uns da viel mit Kreisläufen beschäftigt und sowas. Und vor 4, 5 Jahren habe ich zu 4 Freunden gesagt, wir sollten eigentlich eine Farm gründen, die aufbauende Systeme mit Permakulturprinzipien und Food Forest, also komplexen Agroforststrukturen denkt. Weil das Ganze ist, ich sage mal, ein multifunktionales Tool für die Probleme unserer Zeit. Da stecken so viele positive Benefits drin, dass das ein Game Changer sein kann, wenn wir es wirklich auf die breite Fläche bekommen und in vielen Systemen denken. Das geht so weit, dass wir auch die Art und Weise, wie wir essen, also war weniger Weizen, mehr Kastanien und Nussmehl zum Beispiel, ändern müssen. Aber da steckt der Chance drin. Und es gibt so wenig von diesen Projekten. Und wir brauchen diese Piloten. Weil du kannst du sagen, ey, machst du mal einen komplexen Agroforst, da stellt sich keiner was drunter vor. Die Menschen brauchen Bilder, um zu sehen, aha, so kann das aussehen, so kann das funktionieren. Und es funktioniert und es tut das. Wir haben im ersten Jahr die Verdoppelung vom Kohlenstoff im Boden. Wir haben einen krassen Anstieg. Wir haben da Mikroklimas, das ist unglaublich. Ernst Goetsch sagt, der Begründer des syntropischen Agroforst, auf 50 Hektar kühlt es massiv das regionale Klima runter. Auf 500 Hektar produzieren diese Systeme Regen. Wälder brauchen keinen Regen. Wälder produzieren Regen. Für den Wald ist Regen ein Add-on. Diese Flächen von Ernst Goetsch in Brasilien, die haben einen Regenbogen über ihren, ab und zu über dem Wald, also Nahrungsmittelwälder, ohne dass da Wolken sind, weil die Bäume das Wasser in die Luft schießen. Normal ist es so gewesen mit ausgewogenem, wie wir genau noch viel, viel mehr Wälder hatten, dass 50% von dem, was den Regen ausmacht, von der Landfläche gekommen ist und 50% von der Meer, vom verdunstenden Meer, was wieder Regen produziert hat. Und mittlerweile sind wir da, glaube ich, ich weiß es nicht, bei 70, 30 war, aber da müssen wir wieder hin. Also Wälder produzieren Regen. Und genau, diese Bilder brauchst, davon bin ich überzeugt, und zwar genau für Landwirtinnen, aber auch für Geldgeber, für PolitikerInnen, im Grunde, um das zu denken. Und
Wir hatten in diesem Team nach 15 Jahren Afrika-Erfahrung die Skills, war was Bewässerung angeht, was Landwirtschaft angeht, was Permakultur angeht, und haben damit angefangen und den Permafood Forest gegründet sozusagen. Der ist auch immer noch im Entstehen. Genau, da sind unterschiedliche Designs mittlerweile umgesetzt worden. Da wächst es und gedeiht. Wir verkaufen die ersten Cash Crops sozusagen. Es ist Moringa, Artemisia, Banane, Papaya und Passion Fruit. Und die anderen Bäume kommen und es wird immer besser. Und dann kam eine Person auf mich zu und hat gesagt: Ey, ihr macht da Waldgärten. Das war der Ramos. Ich will sowas auch in Deutschland machen. Kann ich das unter eurem Dach machen? Dann haben wir gesagt: Na klar, auf jeden Fall. Ja, und seitdem entsteht hier in Rehfelde Dorf, das ist östlich von Berlin, ein Pilotprojekt in unserer Klimazone, was jetzt 2, 3 Jahre alt ist, wo die ersten Systeme entstehen. Und dann seit 1,5 Jahren gibt es eine neue Fläche in Nordsee. Also das ist unsere Klimazone hier. Dann haben wir ein subtropisches Klima. Und jetzt gibt es eine weitere Fläche von Claudia und Papp, einem Ehepaar aus dem Nordsenegal, wo wir eine 3 Hektar Fläche anfangen zu bespielen mit semi-aridem Klima, also Halbwüste. Und wir versuchen, diese Systeme da aufzubauen, was wirklich die Challenge ist. Wobei ich sage, Also dass. Anti-Desertifikation oder was? Also die Ja, Wüste genau. wieder rückgängig machen. Greening the Desert, ganz genau. Okay. Wobei ich sage, Brandenburg ist da nicht weit weg von. Ja, voll, voll, voll. Wir Ja, haben den also Tag uns die Doku in reingezogen. 10 Jahren ist das, genau. Und deswegen, das zu lernen und zu schauen, wie kriegen wir das hin? Wie schaffen wir es, diese Sukzessionsstufen auf dieser Fläche zu gehen? Wie schaffen wir die erste Energie dahin, die erste Mulch? Wir machen da praktisch so eine Grünsaat jetzt, tun diese Grünsaat, bevor die Frucht kommt, mähen, machen unsere ersten Agroforstlines und pflanzen in diesen Mulch dann die ersten Pflanzen, wahrscheinlich viel so Dinge wie auch mit Kakteen und so Geschichten, die es da gar nicht braucht. Und dann gehen wir wieder diese Sukzessionsstufen voran. Und Sag dann. mal, diese Typen jetzt zum Beispiel in Brandenburg, jetzt Leute, die einen Acker haben, die sagen wir mal irgendein Zeug da monokulturmäßig anbauen, die müssen doch jetzt schon übelst am Heulen sein, weil die Erträge irgendwie wahrscheinlich 50% gedroppt sind seit der. Die müssen doch irgendwann mal, muss doch jemand nur zu denen hingehen und sagen, ey, lass das mal oder gib mir einfach deinen scheiß Acker. Oder verkauf mir deinen scheiß Acker oder hör jetzt mal auf mit der Scheiße. Wir machen jetzt mal da was anderes mit. Wir machen jetzt aus dem Acker wieder was, was lebt. Weil dein Acker ist tot, Junge. Wäre Genau. das nicht eigentlich die Message? Und jetzt muss man sozusagen diesem AfD-wählenden Traktorfahrer das nur klar machen. Das wissen wir nicht, ob die AfD wählen und so weiter. So weit wollen wir gar nicht gehen. Genau, wir bleiben mal noch kurz beim Verein und dann gehe ich darauf In zurück. Sachsen-Anhalt ist das so ein Ding. In Ja, Sachsen-Anhalt zum Beispiel. Sachsen-Anhalt ist jetzt so ein Ding, auf jeden Fall. Da gehe ich voll mit. Na klar, da kommen ganz viele Dinge zu tragen. Da kommt In aber auch ganz Thüringen viel auch. die Subvention der Landwirtschaft, war, wie wird subventioniert. Wir haben mittlerweile eine Subvention für Agroforstsysteme, die sind 60 Euro pro Hektar. Genau, das macht keinen Sinn. Da nimmt niemand einen Stift in die Hand. Das ist wirklich lächerlich. Aber es gibt in mehreren Bundesländern, ich glaube in Mecklenburg-Vorpommern, Bayern und noch wo, geht mittlerweile die Förderung von Agroforstsystemen in bis zu 40% und so Geschichten. Es kommt langsam in der Politik an. Die Bauern brauchen Anreize. Denen fällt es sehr schwer, umzuswitchen. Und klar sind die Ja, noch und die in. sind ja auch, die sind doch aber auch durch Subventionen komplett am Arsch, oder? Die werden ja quasi gezwungen, Scheiße zu produzieren. Genau, ich glaube auch, dass es vielen Bauern nicht gut geht. Also wir haben auch Ja. Selbstmordraten bei Bauern, wir haben Voll. Bauern sterben und wir haben Großkapital, was reinkommt und Flächenkauf zu Preisen, dass da keine neuen Landwirtinnen mehr reinkommen können. Also es gibt eine neue Szene, die sagen, yo, ich würde total gern, ich brauche ein paar Hektar, kann sich aber keiner mehr leisten. Ich glaube, in Mecklenburg sind wir bei 75.000 Euro pro Hektar. Da kommt Großkapital rein. Wa? Die Leute wissen nicht, wohin ihrem Geld, große Firmen, die kaufen Land Naja, die auf. kaufen einfach das Land, Genau, ja. und die haben dann keinen Bauernhof mehr, sondern die haben Lastwagen mit Traktoren drauf und Traktoristinnen sozusagen, und die ballern dann diese Flächen da lang. Aber das sind riesige Monokulturen und das ist auf jeden Fall langfristig zum Scheitern verurteilt. Genau. Und die kriegen da wohl trotzdem noch mehr raus, als wenn sie halt ihr Geld auf die Bank legen. Ja, und das ist ein Problem. Also auch die Ja, Verteilung der Fläche. die letzten fünf Der, Prozent dann genau. noch Der, rausgelutscht, ja. bis die, was weiß ich, was du gesagt hast, 60 Ernten, und das war's. Genau, so sagen wir mal 40 mittlerweile oder sowas.
Genau. Und auch die schlechte Verteilung der Fläche, der Druck auf die Fläche ist ein riesiges Problem, was angegangen werden muss. Es gibt mittlerweile, ich höre immer wieder von Landwirtinnen, die auch sagen, boah, hier hast du mal einen Hektar, machst du mal Market Garden, machst du mal ein bisschen Food Forest und so weiter. Aber klar, das ist eine ganz, ganz kleine Bubble. Es gibt immer mehr NGOs, die in diese Richtung gehen. Wer besitzt, wer hat was geerbt und bist du das bereit, auch längerfristig zu verpachten? Wir haben auch so eine Pachtgeschichte. Das geht immer mehr 3, 4 Jahre. Das macht Sinn für Mais und Weizen, aber das macht nicht für Agroforstsysteme Sinn. Unsere, also Food Forest denken wir auf 150 Jahre plus. Verstehst du? Deswegen versuchen wir auch immer Wege zu finden, um die Fläche so zu machen, dass die niemandem gehört und niemand verkaufen kann. War ein bisschen wie Mietshäuser-Syndikat und so Geschichten. Keiner soll sich irgendwann daran gesund stoßen. Das sind, diese Flächen liefern Ökosystemleistungen, die sind gesamtgesellschaftlich wichtig, plus Nahrung, plus Energieholz, plus Bauholz etc. etc. Und das sollte eigentlich nicht wieder verkauft werden, sondern der Gemeinschaft langfristig zur Verfügung stehen. Und ein Walnussbaum, was wissen wir schon, wann der, wie lange die tragen? Die werden 250 Jahre alt und tragen, die werden noch älter und tragen und tragen. Wir haben überhaupt keine Erfahrungen mehr, wa? Genau. Und genau, deswegen, und das das ist auf jeden Fall schwierig und komplex. Und da muss die Politik was tun, da müssen sich Förderrichtlinien ändern, aber der Bauer und die Bäuerin muss auch umdenken, wa? Und dazulernen. Und ja, das ist genau. Und da wird halt, da wird dieser Weg nicht von heute auf übermorgen zu einem komplexen Agroforstsystem, sondern das geht so, dass die Menschen dann anfangen, Pappelreihen und Baumstreifen auf ihren Flächen zu haben. Und da siehst du dann auch ganz schnell die Vorteile. Die haben höhere Erträge, die haben feuchtere Böden, die haben krassere Biodiversität. Also jeder Landwirt, der in so einem System mal war, merkt auch gleich, aha, doch, es hat Vorteile, es ist fett. Auch wenn es am Anfang Vorbehalt gab. Es gibt den Deutschen Agroforstverband, den DEFAV, der hat zum Beispiel hier, falls das Landwirtinnen hören, der hat eine digitale Karte im Internet, da kannst du dir anschauen, wo gibt es schon Agroforstsysteme, kannst du hinfahren, dir anschauen. Und es ist jedes Mal beeindruckend. Weil das sind diese Piloten, die es braucht, diese Leuchtturmprojekte. Und das ist total fett. Und das gesehen zu haben, verändert. Und das ist auch auf unseren Flächen, gerade im Senegal so. Wir haben da Führungen, wir haben da Workshops, uns kommen Leute besuchen und sie gehen motiviert von dannen. Ja, Weil voll. wir hatten eine Schulklasse neulich da aus Gambia, die sind singend im Bus nach Hause gefahren und haben die nächste Woche da ihren Schulgarten angefangen loszulegen, aufzuräumen, zu pflanzen. Es ist einfach, genau, es hat Chancen und Menschen machen sowas gern. Wa? Glaube ich, genau. Und wie wir, und trotzdem müssen wir es auf die große Fläche denken. Das ist der große Hebel, den wir haben. Und deswegen, genau, mutieren wir praktisch auch momentan von diesem Verein Sasserale e.V., der Afrika zentriert war, zum Food Forest Network, weil wir im Grunde immer mehr Menschen haben, die sagen, ich habe eine Fläche, ich will loslegen, wie kann ich das machen und so weiter und so fort. Also das wächst momentan extrem, genau. Also jeder, der jetzt irgendwo in Ostdeutschland sich einen alten Hof geholt hat mit einer riesen Fläche dran, der sollte sich im Prinzip mal die Zeit nehmen und mal einen Workshop von dir besuchen oder sich mal mit euch vernetzen, Genau, ganz damit er genau. mal weiß, wo er was aus seinem Rasen herausholen kann. Genau, und sich da auf jeden Fall mit beschäftigen. Und es gibt immer mehr Piloten, aber nicht nur in Ostdeutschland, sondern im Grunde auf der ganzen Welt. Ja, Ja. klar. Und Ich kenne ja nur Leute in Ostdeutschland. je weiter südlicher wir gehen, desto produktiver und schneller sind die Systeme. Und das ist was, was wir hier im Norden nicht vergessen dürfen. Warum? Wegen der Hitze oder was? Genau, wir haben, also es hat unterschiedliche Gründe. Und das ist das, was uns am Ende vielleicht den Arsch retten könnte. Und zwar, wir haben am Äquator haben wir mehr Sonnenstunden und keinen Winter. Und durch die mehr Sonnenstunden und die intensiveren Stunden haben wir eine höhere Photosyntheseleistung. Und durch, dass es keinen Winter gibt, gibt es keinen Wachstumsstopp. Die Systeme da unten sind 3, 5, 10 Mal schneller. Das heißt, da kann wesentlich mehr dieser Ökosystemleistungen, die diese Systeme für uns bereitstellen, gesamtgesellschaftlich produziert werden. Ob das jetzt auch Bauholz ist oder ob das Biodiversität ist oder auch Energiepflanzen oder Nahrung. Wa? Und das ist was, was wir nicht vergessen dürfen. Und deswegen sollten auch wir hier aus dem Norden bäuerliche, kleinbäuerliche Strukturen da unten auf jeden Fall unterstützen und schauen, dass die das haben, was sie brauchen, um auch solche Systeme voranzubringen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger und riesiger Hebel. Da fällt mir sofort ein, Malta, Ja. Griechenland, Spanien, die haben alle irgendwie Probleme, ne?
die müssten das eigentlich sich mal, die müssten sich einen Plan machen. Genau, da sind wir bei Mediterranen. Da in Spanien und so weiter gibt es ganz, ganz viele so kleine Projekte, die loslegen. Weil die haben ja ein Italien. Riesenproblem jetzt. Also Ja, bei denen ist jetzt die wirklich sind angekommen, schon. dass da kein Wasser mehr ist bei Ja, denen. klar. Die Sahara ist am Start. Also Ja. es dauert nicht mehr lang, es ist voll krass. Und die Die haben haben. ja da unten, ganz unten, diese Plastikghettos, ne? Wo sie die, Genau. wo sie das Obst für die Rewe und Kaufland und so Genau. für Europa machen. Genau. Das heißt, Wo ich hatte das gesehen illegal emigrierte Personen aus ja, Schwarzafrika Sklavenhaltung. zu unmenschlichen Bedingungen arbeiten müssen, war also auch Sklavenhaltung, wirklich. und dann ist es ja so, das habe ich in der Doku gesehen, der hat das ziemlich gut auf den Punkt gebracht. In diesem Obst, was sie da machen und dann exportieren, das ist ja Wasser. Sie tragen quasi das Wasser auch noch per Hand aus dem Land raus. Genau. Und auch das haben wir zum Beispiel, also es gibt auch Supermarktketten und große Firmen, die produzieren zum Beispiel im Senegal, im Nordsenegal an der Grenze von Mauretanien und machen da Melonen, sehr wasserintensive Frucht. Und die werden zu 95% exportiert. Es ist virtueller Wasserdiebstahl. Ganz genau. Die bezahlen das Grundwasser auch nicht. Ne? Das ist voll krass. Und das sind nach wie vor total neokoloniale Strukturen. Das haben wir in ganz, ganz vielen Bereichen. Ne? Und da liegen aber überall Chancen drin. War auch die Menschen zu bemächtigen da unten und irgendwie auf Augenhöhe zu arbeiten, Schuldenerlass. In diesen ganzen Krisen, die wir haben, sehe ich auch, dass wenn wir wollten, stecken da überall Lösungen und Chancen drin, war zu einer gerechteren, faireren Welt. Das liegt an uns allen. Wenn wir Bock haben, können wir das machen. Das denke ich, ob wir das hinkriegen als Menschen und nach 200, 300 Jahren Ellenbogen lernen hier und so Ja, weiter. du weißt, kulturelle Sachen und kulturelle Veränderungen gehen immer über Generationen. Ne? Es müssen Leute nachwachsen, die sagen, Moment mal, was meine Eltern machen, ist scheiße, ich probiere mal was anderes. So nach dem Motto. Aber das passiert, das sehen wir. Wenn du dir die Widerstandsbewegungen weltweit anschaust, siehst du überall starke, intelligente, coole, junge Frauen, die in erster Front stehen, das Mikrofon halten, das Transpi halten und da vorangehen. Und die können wir als ältere Säcke so langsam noch unterstützen. Wa? Also wir Ja, dürfen voll. denen auf jeden Fall nicht im Wege stehen. Ich sehe diese Generation, die gelernt hat, die macht, die will, die auch nicht mehr sagt, ich brauche alles, sondern und die viel verstanden haben. Das sehe ich auf jeden Fall. Und das ist was wir alle tun können, den Raum geben, wa? Und auf diese Menschen hören. Und überall, es gibt, wir sind auch in einer Phase momentan, wo ganz viel junge Menschen, schwarze Menschen, People of Color, indigene Menschen, Frauen an den Universitäten mittlerweile sind und Forschung betreiben, Bücher schreiben und die in ganz vielen Bereichen die Geschichte gerade drehen, wa? Die weiße Männer in den letzten 100, 200 Jahren falsch geschrieben haben, wa? Also wir haben ganz viel Scheiße beigebracht. Unsere Lehrer wurden schon belogen, darum belügen die auch mich. Und Na da klar. passiert momentan ganz, ganz viel, wa? Wo wirklich die Geschichte, Wissenschaft, Forschung auch wieder gerade gedreht wird. Und das sind alles Chancen, die wir nutzen können. Ob wir das machen, gesamtgesellschaftlich und so weiter, ist schwierig. Ich sehe auch, genau, wir haben auch überall konservative, Ja, aber genau. die sterben ja langsam aber sicher weg. Was übrig Ja, bleibt, sind genau, es immer ist die noch Frage, die, ob es schnell genug also geht. was Und die. übrig bleibt, sind Leute, die erben von denen, ne? Aber dank Genau. des Schneeballsystems werden das ja immer weniger. Das konzentriert sich ja immer noch, ne? Also es werden immer weniger, die besonders vermögend sind, und immer mehr gehen in die Armut quasi rein und müssen sich Genau. solidarisieren, weil sie sonst verhungern. Genau. Oder sagen halt, wir machen die Grenzen dicht und wir sind besser und die anderen sind schuld. Also den Weg gibt es Ja, ja auch, das natürlich. passiert ja auch. Also Das das wäre passiert halt noch, die klar. Hoffnung, dass die anderen trotzdem lauter und stärker sind und die anderen ihre Herzen ein bisschen aufmachen können, wa? Und auch ihren Kopf, Alter. Genau. Aber ja, ich denke, genau, und das wird das, wir sind da so ein bisschen am Scheideweg, wa? Und für mich sind halt einfach diese Art und Weise, über komplexe Agroforstsysteme Nahrung anzubauen und den ganzen Kram mitzuliefern. Ein Weg, wo ich sage, der kann total was bringen. Ich habe früher mehr politische Arbeit gemacht und so weiter und so fort und habe irgendwann verstanden, das bringt alles nichts. Wenn die Ökosysteme kollabieren, dann entsteht Chaos und dann ist alles, was wir uns erarbeitet haben, dahin. Deswegen ist es eigentlich wichtig, wir schauen da drauf. Und wenn wir das aber kombinieren können, praktisch Dinge, die gegen die Krisen helfen und gleichzeitig Strukturen schaffen, die demokratischer und von unten nach oben sind und mit Grassroots-Bewegung und so weiter, dann haben wir da wieder Hand in Hand und Win-Win. Ja, aber Ne? weißt du, ich bin immer, gerade was so repräsentative Demokratie angeht, total deprimiert, weil ich meine, sowas wie
Öko-Bewegungen gibt es schon lange. Die Sache mit dem Klimawandel ist bekannt. Montessori-Schulen, Bildungssystem ist seit 100 Jahren bekannt. Also im Prinzip sind übelst viele Sachen wirklich schon mal voll bekannt. Und es wird überall noch dieser Werbeslogan in die Kameras reingeschissen von wegen Listen to the Science. Wenn es drauf ankommt, macht das kein Schwein. Es geht immer nur darum, was die Rentiersklasse gut findet, damit weiterhin die ihre Miete einkassieren können oder was auch immer. Und alles andere interessiert einen Gassmann. Ja, Also da bin ich voll ich. bei dir. Das halte ich auch nicht für das gute System, auf jeden Fall. Und trotzdem muss man das auch ein bisschen, das Bigger Picture sehen. Zum Beispiel hat die Ökobewegung, ich weiß nicht, wie viele Atomkraftwerke in Deutschland geplant waren, 30, 40, 50, war? Die sind fast alle nicht verwirklicht worden. Wir haben aber nirgendwo diese Wiesen mit dem Schild drauf. Hier hätte ein Atomkraftwerk stehen sollen. Also es gibt auch dieses kollektive Gedächtnis, wird oft nicht mit einem linken Blick erarbeitet und erhalten, war? Und deswegen sind viele Dinge. Ja, fühlen sich manchmal auch so ein bisschen an. Trotzdem gibt es auch ganz viele Kämpfe, die wir gewonnen haben. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und die tun uns auch immer wieder empowern. Aber klar, ich bin auch bei dir und es ist krass und es ist scheiße. Und genau, ja, wir können alle. Apropos Anarchismus, wie fandst du es eigentlich in der Schweiz? Ja. Ich fand es auf jeden Fall schön, nice, nett und bunt. Und genau, es hat, also ich finde immer. Wenn viele Menschen zusammenkommen, die ähnliche Dinge machen, egal in was für einem Kontext, ist das immer gut zu sehen. Man ist nicht alleine und es arbeiten überall clevere Köpfe, die machen und tun und so Geschichten. Das tut total super. Ich bin immer wieder verblüfft, wie viel wirklich fitte, intellektuelle, schlaue Menschen es gibt, die in ihrem Thema total gut und fit sind. Also ich habe viele Workshops besucht, wo ich hinterher gesagt habe, boah, krass, sind die gut, beschäftigen die sich da lange mit und das ist total wichtig und so weiter. Genau, das war alles super schön. Ich fand auch krass zum Beispiel, wie wenig Bullen da waren. In Deutschland hätte sowas so Ja, niemals ausgesehen. Das war echt total krass. ich Ich glaube, habe ich einfach habe, ich weiß, ich glaube, ich habe gar keinen Bullen einen gesehen. Dorfpolizisten gesehen, war? Genau, ohne Knarre wahrscheinlich noch. Nee, ich habe gar Total keinen Bullen krass. gesehen. Genau, und das war, es sind auch die Gründe, dass das vor 150 Jahren damals da schon da war. Und genau, trotzdem hätte ich mir noch sowas wie ein bisschen ein großes Plenum mehr mit allen gewünscht oder der Versuch, wie können wir mehr gemeinsam in eine Richtung denken und arbeiten und genau, uns ein bisschen mehr Ja, das gemeinsam ist natürlich ein Problem. Wie bauen. kriegst du 5000 Anarchisten mal zusammen und dann auch, dass sie, also nein. Ja, gut, aber dann Ich vielleicht meine, gemeinsam mit kleineren. das war Name of the Ey, Game. Du hattest wirklich wir haben richtig viele Klimacamps, kleine. wir haben Leute, wir haben Plenars mit Tausenden von Leuten, mit tausend Leuten, Lützi und in den Wäldern und die Klimacamps, das sind Plenars mit vielen, vielen Menschen und die funktionieren. Und auch da kann man ein System von Räten Aber machen, die man definieren sich fordern. durch eine Tätigkeit, nicht dadurch, dass sie sich zusammensammeln, um ein Plenum zu machen. Ja, aber Und trotzdem, diesmal so. war gerade der Kern und die Idee, anarchistische Ideen Ja, also weiterzubringen. Und viele ich Leute hatte, kommen ja aus unterschiedlichen Kämpfen. ich hatte ja am Ne? Anfang wirklich Fear of Missing Out, ne? Weil ja überall immer irgendwas war. Und du kannst ja nur zu einer Sache gehen, während fünf andere Sachen auch da sind. Ja. Und Und das ist halt dann wieder nur konsumieren, wa? irgendwann habe ich meinen Frieden damit gemacht und mir gedacht, naja, gut, das ist halt so. Du hast jetzt sozusagen, du bist einfach Teil von irgendeiner Vernetzung. Und weil du aber mit anderen Leuten vernetzt bist, die woanders waren, ich war ja mit drei, vier anderen noch da, die überall verteilt waren. Zwei von meinen Kollegen waren ja bei dir beim Seminar, ich war ja gar nicht da, weil ich keine Zeit hatte. Mhm. So, die haben mir dann von den Pflanzengilden erzählt und so, ne? Genau. Ja, und Gemeinschaft. ich denke, das ist sozusagen, ja, weil sich das einfach dann aufteilt. Und das ist ja eigentlich ganz im Sinne des Anarchismus. Es ist einfach so, du hast jetzt hier 400 Seminare, such dir 10 davon aus, das war's. Ja, weiß ich nicht, ob es das ausmacht. Das hast du in der kapitalistisch-konsumistischen Welt, wenn du auf irgendein Treffen gehst von irgendwelchen, Nee, gar nicht. Da doch, hast das du sind auch. große Fußballhallen voll mit. Jetzt hier mal 100.000 Leute Nee, 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 ein auch Ding. da gibt es Bildungsveranstaltungen und Konferenzen mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Dingen. Auch so Sachen war ich und bin ich auch schon. War das nicht das, was das ausmacht, würde ich sagen. War? Na, aber Was ich fand das auf so jeden krass, Fall weil. ganz, ganz toll war, das ist Putzzeug und da sind die Klos und irgendjemand muss sauber machen und Ja, voll. irgendjemand hat es gemacht. Also diese Geschichten, dass nie jemand war, ey, jetzt du das, sondern dass, wenn Probleme sind, die gesehen wurden, dass die Leute sehr achtsam miteinander umgegangen sind und so Genau. weiter. Das ist auch so. Ich war einmal unten Essensausgabe machen und spülen. Und ich glaube, ich war aber auch nur einmal essen. Also ich hatte gar keine Zeit runtergehen zum Essen. Aber ja, ich fand das cool, dass man einfach in dieses Dings seine eigene Veranstaltung vorschlagen konnte.
Ich hab ja noch spontan eine gemacht. Ja, Ich ah, habe noch eine genau. Diskussion ge gegründet. Ich wollte die Schwarmintelligenz mal fragen. Und das hat mich auch inspiriert, ne? Ich habe dann eine halbe Stunde Vortrag gehalten und danach wurde erzählt und so. Ich Ja, fand das ja, ja. interessant, und es wurde ja auch immer darauf Acht gegeben, dass diese Kultur ist mir ja völlig neu. Ich bin ja ganz neu in dieser ganzen Sache mit Handzeichen, Redezeit, Leute, die irgendwie für sich viel mehr Redezeit beanspruchen, werden gemaßregelt und so. Ich fand das super. Das ist total interessant gewesen. Also die ganze Erfahrung für mich war interessant. Naja, das ist das, was wir lernen müssen, den Leisen auch Raum geben. Da tue ich mir auch öfters schwer mit Ja, voll. Wenn und man ein weißer lauter Mann ist, dann ist man Redeweisen. das einfach gewohnt, laut zu Genau, sein. genau. Ja. Aber ich habe echt schon krasse Plenums mit sehr, sehr vielen Menschen kennengelernt, mit Handzeichen und so weiter, die ganz gut funktioniert haben, war. Und das ist wirklich beeindruckend. Also das beste Plenum, was ich beobachten konnte, war nach dem Film über die rote, über die hier na, ah, wie heißen sie denn? Doch rote. Wie hießen die denn? Die Frauen, die den Gynäkologen, die Gynäkologen sabotiert haben und übelst quasi sowas Ähnliches wie eine RAF bloß für Frauen waren. Weiß ich nicht, warte mal. Es gab diesen Film, der wurde gezeigt. Ja. Auch mit den Macherinnen, die dann da noch saßen, und dann wurde danach noch über den Film diskutiert und so. Und es war das cleanste Plenum überhaupt. Alle haben sich komplett an die Regeln gehalten. Es war richtig dulle. Es war übelst still. Und alle haben einfach mal zugehört, wenn einer was erzählt hat. Es war richtig krass. Genau. Anarchie ist Ordnung. Jawohl. Ja, und nicht Chaos, ganz genau. Nee, und ansonsten. Ja, wie gesagt, ich habe echt auch viel, viel gelernt und hochkarätige Workshops und Sachen mitgemacht. Das war wirklich toll. Genau. Ja. Ich glaube, der Film hieß Women Form Gangs. Ja, Irgendwie kenne ich so nicht. hieß der. Ich kann ihn nicht mehr finden jetzt. No problem. Ja, Jens. Krass. Krass, ne? Wie lange machst du das jetzt schon? Wann bist du in Afrika gestrandet? In Afrika ist erstmal aufgeschlagen, bin ich soweit vor 15, 17 Jahren. Die Farm, die erste haben wir gegründet vor vier Jahren mittlerweile. Genau. Und ich würde sagen, so in den letzten 5, 6, 7 Jahren ist es nochmal angestiegen. Ich bin auch ganz oft mit dem Auto nach Afrika gefahren, war und habe da immer Kram, praktisch alte Busse runtergefahren, die da unten auch immer noch laufen. Material für die Projekte mitbekommen und genau am Anfang waren das mehr auf den Heilpflanzen, Malaria-Prophylaxe und erneuerbare Energien. Aber irgendwie ist das dann eine Schlussfolgerung gewesen, genau. Und jetzt in den letzten Jahren kam dann zur Permakultur noch der syntropische Agroforst und sich damit auseinanderzusetzen, das ist sozusagen die, wie sagt man denn, ich sage mal ein anderes Wort für Königsdisziplin. Naja, auf jeden Fall ist das, genau, setzt dem, das ist viele Dinge von der Permakultur noch mal ein bisschen weitergedacht und perfektioniert. Und das ist wirklich der schnelle Aufbau von gesunden Ökosystemen, die wir alle brauchen. Ja. Denke ich mal. Und die meisten Menschen, die anfangen, sich damit zu beschäftigen, es ist wirklich ein total spannendes Rabbit Hole, war. Und es hört nicht auf und es hört nicht auf. Und wenn man so mal die ersten Klicks gemacht hat, dann bleiben auch viele Menschen dabei und sind sehr, sehr begeistert. Also es ist auch ein echt Ja, toller vor allem, Weg. es gibt ja Genau. wirklich viele Leute, die eigentlich einen grünen Daumen haben, die eigentlich gerne in der Natur sind, die eigentlich gerne was machen und sehen, wie irgendwas wächst, was sie selber da gepflanzt haben und so. Es gibt Genau. übelst viele Leute, die Spaß daran haben, bloß Genau. das System hat sie schon irgendwie entfremdet, weil sie den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen und gar nicht dafür gemacht sind. Ne? Also es gibt Genau. ja Leute, die sind gut dafür gemacht, den ganzen Tag vor einer Tafel zu sitzen und nachzudenken. Aber die meisten Leute sind nicht so. Aber Nee. viele Leute werden in Nee. solche Positionen gezwungen, irgendwie Verwalter Genau. zu werden und Genau. irgendwie in der Verwaltung zu arbeiten oder so. Ja. Und das ist auch eine häufige Frage, ja, wie arbeitsintensiv sind denn diese Systeme? Und die sind schon, also je nachdem, kommt immer auf die Ressourcen an, du kannst die so und so designen, aber es ist schon besser, es sind arbeitsintensive Systeme. Und da ist auch die Geschichte, wo ich sage, ey, wir haben so viel fossilbasierte Bullshit-Jobs, die es echt nicht braucht und die wirklich sehr, sehr kontraproduktiv sind. Und mittlerweile verschreiben die Ärzte Waldbaden.
war, als wenn es dir Ja. wirklich nicht schlecht geht und so weiter. Und Ja. dann lass lieber deinen Bullshit-Job sein und fang an, in solchen Systemen zu arbeiten. Das ist wirklich gesund, das macht Spaß und man lernt da ganz viel. Und da denke ich, kann auch wirklich wieder ein Umschichten von Arbeitsleistung haben. Wir haben Robotik, wir haben den KI-Mikmak. Also es werden viele Jobs auch draufgehen in den nächsten Jahren. Und im Grunde könnte man, wenn man wollte, in so Systemen arbeiten, was wirklich Spaß und cool ist. Aber man kann, glaube ich, auch Roboter bauen, wie zum Beispiel diesen komischen Roboterhund, und da eine gute Sensorik drauf basteln und dass die diese Systeme bespielen. War. Also genau, das denke ich, ist auf jeden Fall auch möglich, dass wir Arbeit auf die Fläche bekommen, die dann auch wieder wichtig ist. Ja. Ich habe in eine Regen, ich habe die Regenwurm-Doku von Arte geguckt und der Regenwurm ist ja einer von diesen ganz wichtigen Bausteinen. Ich haben sie nachts an Arte immer angeschlossen, war? Ja, ich habe, ich mache seit Dezember mache ich viel Twitch mit meiner Ja, Community und wir gucken immer ja. nur Arte-Dokus. Und bei Arte gibt es halt viel grüne Themen, deswegen ist da auch viel. Ihr guckt gemeinsam Arte und quatscht dabei drüber. Ich quatsche dabei drüber, ich bin der Host, weil ich sitze so wie Ja, hier jetzt ja, und ich rede ja, und dann habe ich den Chat dabei und ja, dann stellen die Leute Fragen und man kommt ja, irgendwie und ich ja, quatsche dazwischen, ja. ja, ja, Weil das okay. Ding ist, ich denke, viele Leute haben nicht die Motivation, sich selber hinzusetzen und eine Arte-Doku zu gucken, aber sie gucken das, wenn Morph eine guckt, dann gucken sie mit, so nach dem Motto. Ich Das hat finde einen auch das. sozialen Aspekt, weil gerade irgendwie dieses Twitch-Business ist in Corona übelst groß geworden, weil alle völlig vereinsamt zu Hause rumsaßen vorm Screen. Ja. Ich finde es oft unglaublich spannend, diese Art der Dokus nicht zu gucken. Genau, mir fehlt oft die Zeit, Ja, eben. würde ich sagen. Und guck mal, meine Audience sind ja Leute, die nichts zu tun haben. Die sitzen Ja, vorm klar. PC, verstehst du? Ja. Die sitzen vorm PC, die arbeiten in irgendwelchen Bullshit-Jobs wahrscheinlich oder Ja. so. Ja. Ja, ey, wenn die zu viel Kohle haben, schiebt uns mal was rüber. Wir sind total am Wachsen und alle total Ja, also ich spende immer alles, ich untereinander. spende immer alles nach Rojava. Ja, gut. Genau. Aber dann können wir da ja mal irgendwann auch einen Workshop mitmachen. Es gibt ja diese Aktion Make Rojava Green Again. War das ja was, was ich in ein paar Jahren auf jeden Fall auch mal angehen würde. Ja, ich bin Genau. ja mit Michael Wilk vernetzt. Der ist Ja, da ja hat es für diesen, ja. da ständig. Genau, Der genau, ist da auch gut genau. vernetzt. Genau. Das war auch ein sehr bewegender Vortrag in der Schweiz von den Menschen aus Rojava, die dann nochmal, genau, im Grunde weiß man ja sehr, sehr vieles, aber dann auch nochmal diese Zahlen der Toten, der Verwundeten und so weiter, da live zu hören und was an der Tagesordnung ist, das ist dann auch schon immer nochmal, genau, bewegend und bedrückend. Ja. Ja, Ja. also ich glaube, Aber. den habe ich gar nicht gesehen. Den krassesten, den ich gesehen hatte, war Brasilien. Die Ja, beiden okay. Typen, die aus Brasilien waren, der eine aus Ja. Rio de Janeiro und der andere aus, wie heißt die andere Metropole? Ist das der Mensch, den du jetzt gerade neulich auch interviewt hattest? Der Ja. war da. Ah. Ja, der war da auch, genau. Und der hatte noch einen anderen Kollegen dabei, weil Brasilien ist ja riesig, ne? Wenn du Ja, eine Stadt kennst, ja, kennst du eine ja, Stadt. ja, ja. Und die beiden hatten sozusagen übelst viel zu erzählen, wie die Polizeirepressionen und quasi wie das da ist. Ja. Ne, das ist wirklich ein hartes Pflaster. Ja, den habe ich nicht angeschaut. Was? Ich habe, naja, egal. Aber trotzdem, wenn da dich diese Leute schauen und so weiter, war, was bei uns ja auch ist, wir müssen irgendwie Office-Infrastruktur aufbauen, Serverkram, Social Media, Mickmack machen, Homepage-Zeug und so weiter, Funding-Geschichten, irgendein Crowdfunding aufbauen. Wir brauchen in super vielen Bereichen Unterstützung. Wir sind ein kleiner Verein, der momentan super wächst. Wir machen das fast alles im Ehrenamt. Genau. Und sind echt froh und brauchen unbedingt Unterstützung und Support in ganz vielen Bereichen von fitten, coolen Leuten. Und genau, ansonsten kann man Workshops bei mir mitmachen oder mich zu Vorträgen einladen. Und es gibt im März 2024 eine Online-Konferenz zu Waldgärten und komplexen Agroforstsystemen über 3 Tage von uns, die organisiert der Ramos. Da gibt's auch, haben wir auch Geld dafür bekommen und so weiter. Das ist auf jeden Fall auch nochmal was für Leute, die da ein bisschen weiter in das Thema rein wollen, sich da mal anzumelden. Da ist jetzt sogar Ende des Monats ein erstes Online-Vernetzungstreffen. Da halte ich auch einen kleinen Vortrag. Der Waldgartenkongress, waldgartenkongress.de, soweit ich weiß. Genau. Und das ist auch praktisch unter dem Dach dem Food Forest Network und Serrale. Und da kommen jetzt auch immer mehr Flächen dazu. Ich war gerade im Oderbruch auf einer 18 Hektar Fläche, wo wir jetzt anfangen, das Design zu machen, wo auch nebenher noch eine Gemeinschaft entsteht und so weiter. Wenn Leute an sowas interessiert sind, kann man sich bei uns auch melden.
Genau, im Mai nächsten Jahres gibt es ansonsten wahrscheinlich den nächsten Workshop von mir. Und wahrscheinlich an zwei Wochenenden, einmal zu Grundlagen Permakultur und Agroforstsysteme und Effenwälder, das zweite Wochenende, wenn es klappt, syntropischer Agroforst. Ja, das ist total fett, Mann. Ja, geil. Ja, also ich Ja, verlinke das wenn die alles. Leute da rumsitzen und nichts zu tun haben, mal, Ja, dann du weißt, fällt wie es es uns ist. allen, ob wir das Ruder rumreißen oder nicht. Ja, voll. Also klar, es gibt garantiert genug Tech-Nerds, die sich mit so einem Scheiß auskennen. Genau. Klar, also ich verlinke den ganzen Scheiß unten in der Videobeschreibung und so. Und Jens ist ja auch sehr aktiv. Man kann ihn anschreiben und dann reagiert er Genau, sogar. Hat funktioniert. auch eine Telefonnummer und so ein Kram. Genau. Ja. Gut, Jensi. Juti, dann Mein war's Bier ist das. auch alle. Ja, meins, glaube ich, auch alle. Reicht Dann auch. würde ich sagen, gönn dir mal eine schöne Nacht. Ich drücke mal hier auf den Button und dann ist das Gespräch erstmal beendet. Da drücken wir auf den Button. Die Welt wird immer schneller, die Welt wird immer wärmer. Die Welt wird immer kleiner, die Welt wird immer ärmer. Die Welt ist so schön. Hier sollen wir uns zusammen untergehen. Was erwartet der Welt, der Pariser zugrunde geht? Eine so überbordende Biodiversität. Gibst du mir das mal verraten? Die Vergangenheit ist verfeiert. Die Zukunft ist sammelt. Von deinem Jahr nur noch nicht weiter. Wenn man sich schuldig fühlt. Die Welt wird immer schneller, die Welt wird immer wärmer. Die Welt wird immer kleiner, die Welt wird immer ärmer. Der eine Prozent Atomozell. Das sind wir nur zusammen untergehen.